in the corner, and when you see losing my religion, R.E.M. the couple. This is why love and swam too much. Meine Damen und Herren, was für eine Gesangseinlage von Cheyenne Garcia, der heute gekleidet ist wie ein Weihnachtsgeschenk. Es freut uns, es ist uns eine Ehre. Ich bin unwichtig. Ja. Erstmal mein Partner Cheyenne. Und wir haben ihn hier. Den Superstar. Einen Superstar der Superstars. Nein. Es ist mir eine Freude, ihn begrüßen zu dürfen. Ja. Ein sympathischer Superstar mal zur Abwechslung. Genau. Nicht wie der letzte Gast. Ja, genau. In diesem Sinne. Einen fetten Applaus für Mario Barth, meine Damen und Herren. Das sagt ihr aber bei jedem, ne? Nein, bei dir meinen wir das aber ernst. Ja. Aber bei den anderen habt ihr doch auch gesagt, endlich bist du da. Ja, aber sagen wir nur so. Ja, dass sie uns nicht. Wie seid ihr hier so? Kann man hier weiterhangen oder sagt man, soll man hier lieber soll man das sagen, was man so, was hier Leute so draußen immer alle so wollen? Nein, kein Puderzucker in den. Hier kannst du alles ungefiltert sagen. Hier wird auch nichts geschnitten, nur wenn du sagst, ich will das so. Ja. Dann ja, aber sonst, wir haben ja keinen Anstand. Außer, dass er sich ein bisschen beschwert ab und zu. Ich kenne euren Podcast. Ja. Wir müssen ihn manchmal bremsen. Ihn? Ja. Der ist wie so ein ICE, der keine Bremsen mehr hat. Ich bin wie bei Speed. So, wenn ich langsamer werde, explodiere ich. Stimmt, du bist wirklich so. Ja, ja. Du bist echt schnell. Guck mal, man lebt ja von Applaus und von Fanliebe. Er lebt von Hass. Ja. Er braucht das. Ich will mich selber. Nein, ich versuche mich selber zu canceln, aber ich schaff's nicht. Die Leute feiern mich irgendwie. Was ein geiler Auftrag. Pass auf, ich bin so richtig kacke. Bis keiner mehr kommt. Ja. Meine Aufgabe ist es einfach irgendwann mal, nach 10 Minuten ist die Halle leer. Ja, guck mal. So. Kennst du bei und täglich grüßt das Murmeltier, wo das sich jeden Tag geht? So finde ich. Ich will jeden Tag meine Karriere entgleisen, aber es werden immer mehr. Ja. Und Jack, Mist. Scheiße. Was kann ich noch sagen? Ich muss noch härter werden. Ja. Also, du hast auf jeden Fall ein cooles Shirt an. Ja, das unterstreiche ich direkt. Ich gender nicht, ich habe einen Schulabschluss. Genau. Ja. Ich wurde wirklich, bevor wir die mit der Tour, Männer sind Frauen manchmal aber auch vielleicht, auf Tour gegangen sind, hat mich in Berlin eine Genderbeauftragte besucht im Büro. Ist kein Witz. Meine Damen und Herren, was geht ab? Wir sind die Deutschen und wir befinden uns im November 2024 auf große Arena-Tour mit dem Die Deutschen Podcast. Es wird die beste Entertainment-Show, die Deutschland je gesehen hat. Wie kriegt ihr Tickets? Ganz einfach. Geht in den Link in die Beschreibung, ob Spotify, alle Streamdienste oder YouTube. Einfach draufklicken, Tickets gönnen. Viel Spaß und die Show wird atemberaubend, denn es ist keine Podcast-Show, es ist keine Stand-Up-Show, sondern was Eigenes, was noch nie in Deutschland da gewesen ist. Viel Spaß und jetzt geht's weiter. Es gibt diesen Beruf? Genderbeauftragter. Nein, ist Politik ein Beruf? Weiß ich nicht. Da sind doch alle möglichen Leute, die wir damals im Mattenwagen irgendwie so zwischen zwei Matten geklemmt haben. Ja, genau. Da ist einer jetzt plötzlich Wirtschafts- oder so. Ja, weißt genau. Ja. So, ja, kann ja jeder rein. Weil ist ja heute, brauchst du ja auch keinen Schulabschluss. Ja, früher war ja, mein Opa hat immer gesagt, Junge, lern erstmal was. Ja. Das ist ja da, ich wäre ja, wenn ich jetzt in die Politik gehe, wäre ich einer der wenigen mit einer Berufsausbildung. Genau. Politik ist wie Deutschrap. Man braucht keinen Intellekt. Man kann so da rein. Erstmal alle ist. Ja. So, jetzt weiß ich, was du meinst. Ja. Da wurde ich gefragt, ob ich nicht auf der Bühne gendern könnte, weil wir ja doch Reichweite haben. Und ich kann das nicht. Ich gehöre zu der Minderheit von 83%, die Gender-Kacke finden. Nein, weiß ich. Akzeptiere das mit der Minderheit. Ja, das ist krass. Ja, aber dieses Gender, denkst du, dass es sich durchsetzen wird? Ich glaube, das ist einfach, das ist jetzt, pass auf, ready for shitstorm, war. Ich glaube, es gibt einfach Leute, die sind gar nicht laktoseintolerant, aber es ist einfach total uncool, wenn du in ein Café gehst und sagst, Taschen, ich hätte ganz gerne einen Caramel Macchiato, und dann hältst du die Klappe. Weil die wollen, du musst dann sagen, so, ich hätte ganz gerne Caramel Macchiato, aber sorry, habt ihr vielleicht Hafermilch da? Und ich vertrage keinen Zucker, habt ihr Stevia? Und wenn du anstatt Karamell vielleicht so einen Karamellersatzstoff, weil ich habe da so eine Intoleranz. Ich glaube, das ist so ein Stück weit, gehört das zu so einem geilen Ton. Ja, aber die sind auch teilweise asozial und aggressiv, weil ich habe ja einen Kaffee hier. Und weißt du, was für E-Mails ich immer manchmal kriege? Was seid ihr für ein beschissener Laden? Ihr habt nicht mal einen Sojamilch da. Ja. Aber Sojamilch darf gar nicht Sojamilch heißen. Das ist ja Milch, ist ja nur ein tierisches Produkt. Genau. Das wissen die ja alle gar nicht. Also Hafermilch ist ja falsch. Also wenn irgendwann ein Kunde zu dir sagt, hast du Hafermilch, sag ich, die gibt es nicht. Es gibt ein Hafergetränk. Ja. Ich gehe auch nicht hin und sage, ist E.T. hier? Das ist ja. Schönen Tag. Ich würde ganz gerne von E.T. reden. Reda, kannst du kurz mal Marius Mikro machen? Was? Das nervt mich. Ja, Mario, das Mikrofon sinkt wie das Niveau hier.
Boah, Räder, guck mal, er ist Regisseur, er ist alles, er ist einfach alles. Das kackt ab. Ja, Nico, ja, das kackt ab. Ich rutsche auch immer. Ich weiß genau, was ihr vorhabt. Ihr wollt, dass ich zum Schluss. So, genau, der weiß auch, wie es genau ist. Der weiß, wie das geht. Ja, jetzt. Ich, oder? Rutsche hin, wo du willst. Ja, okay, jetzt sitze ich gerade, alles gleich verstanden. Danke, Räder. Denkst du, da du. Ja, was denn? Denkst du, da du ein Künstler bist, der natürlich extrem erfolgreich und populär im Mainstream und ist? Hübsch. Und hübsch, ja. Sowieso. Und hübsch, nein, ja. Du bist der hübschste Comedian. Wirklich, der absolut, ja, hübscheste. Nein, wirklich. Es gibt ja auch nicht viel Konkurrenz. Nein, als du eben reingekommen bist, habe ich gedacht, ey, ist das Brad Pitt? Was, der hübsch. Der ist der hübsch. Ja. Das Erste, was du gedacht hast. Ja, das Erste. Er war der selbst. Ja, immer. Und erst dann hast du mich erkannt. Ja, dann habe ich dich erkannt. Wer ist denn das, ne? Ja, ja. Wie schön er ist. Mit dem Top. Ich war geblendet. Wie schön er ist. Ist auch geil. Oh Gott, wie schön er ist. Denkst du, dass, weil es ja eine gewisse Marschrichtung wird dir vorgegeben, ja, im Mainstream, dass, ja, die, ja, versuchen, dich dahin zu dringen, dass du irgendwann, dass auf die Bühne kommst und sagst, Sofa innen? Nein, wird niemals passieren. Ich war aber damals schon in der Kindheit so. Ich hab ja, guck mal, alle waren Elvis-Fan, ich Shaken Stevens. Einfach darum. Aus Prinzip, ja, ich bin auch so. Aus Prinzip, ich will das nicht. Ich glaube, wir beide sind so auf Krawall. Genau. Du gehst morgens schon los und sagst so, pass mal auf, mein Freund. Wir haben so viel gemeinsam. Ja. Nur, dass du erfolgreich bist und ich nicht. So, ja. Doch, du schaffst das auch. Das ich zieh dich, ich hol dich raus. Ja. Ich mach dich groß. Ich bring dich groß raus. Yeah. Alter, komm, wir beide auf Tour. Scheißegal. Ey, die Stadien sind zu klein für uns. Ich sag, wie es ist. Wir gehen nur noch Open Air. Und wenn sie fragen, wo spielt ihr beide denn? Deutschland. Nee, wo? Deutschland. Wir spielen in Deutschland. Deutschland geht. Und siehst du, man muss anecken. Also ich war auch immer so, ja, Punkrock. Aber du immer so verstehst Punkrock. Das System nicht. Ich verkaufe erstmal 9 Millionen Tickets wie er und dann kannst du auch anecken. Ich habe schon immer angeeckt. Ja. Aber guck mal, 9 Millionen, Anfang, 200. 200 ist egal. Fast das Gleiche. Was denn? Aber es ist kein Scherz. Als ich angefangen habe, mich wollte keiner haben. Ja? Kein Fernsehsender, keine Plattenfirma. Ich habe mich überall beworben. Alle haben gesagt, ja. Und dann sind die ja auch, die sind ja feige. Du darfst alles nicht vergessen, alle feige. Ich sagen, hey, wunderbar, ey, wirklich toll, ey, wirklich großartig, was du da machst, ist toll. Und wir wünschen dir auch wirklich, wirklich, wirklich von ganzem Herzen viel Erfolg und so. Aber momentan passt das so bei uns nicht so rein. Mhm. Und du denkst, warum nicht? Warum passt Comedy nicht rein? Und denen war diese, das war Mann, Frau, war denen zu blöde. Und dann hatte ich ja meine allererste Nummer, die so wirklich durch die Decke gegangen ist, war ja die Nummer, wo ich bei meiner Freundin beim ersten Date kacken musste. Ja. Wo ich, die hatte so eine anderthalb Zimmerbude und die Toilette war so groß wie meine, wie so ein Abstellraum. Und ich sitze dann da und die hatte kein Fenster, die hatte keine Lüftung und ich baller da volle Möhre ein in die Schüssel und du hast es gehört. Man versucht das ja immer, jeder kennt das. Keiner redet drüber. Jeder kennt das, wenn man so drauf sitzt, denkt, das Ding geht wunderbar. Da plötzlich, ja. Du denkst, Scheiße. Siehst du auch nicht kommen. Nein. Weil du weißt ja nicht, ist das ein Furz oder ist das jetzt das? Ist das, weißt du, du denkst, das ist ganz leise, ja, und plötzlich, ja, und du weißt, sie hat es gehört. Und du versuchst so ganz schlecht, dieses Geräusch nachzumachen, indem du so gegen das Waschbecken knallst. Anfängst oder zu so trommeln. So. Weißt du, wo sie auch weiß, er hat gefurzt, ja, jetzt versucht das zu vertuschen. Du machst es noch schlimmer eigentlich. Du machst es viel schlimmer. Ja. Und es ist wirklich eskaliert. Und diese Nummer ist beruht auf Wahrheit. Und plötzlich klopft sie und sie musste auch auf Toilette und ich denke, das geht so in die Hose hier. Ich hab's ja gerochen. Keine Lüftung, kein Fenster, nichts. Und dann fängst du an mit Parfum oder so Deo. Und ja, es riecht dann nicht mehr nach Kacke, sondern es riecht dann nach Deo und Kacke. Ja, genau. Es gibt ja keinen Raumduft, den du sprühst und sagst, geil. Da hat er sich gerade so einen kompletten Döner von so einer Suffnacht. Ja, ihr habt gesagt, bitte auf den, ja, klar. Ja. Nee, ich finde das gut. So eine Mischkalkulation. Ich finde das erstmal. So eine Mischkalkulation. Suff und Döner. Suff, Döner. Wo du auch morgens schon merkst beim Magen, oh, das wird nichts. Und da bist du echt froh, wenn es ein Gästeklo gibt. Und wenn du das dann mit so einem scheiß Flieder oder so einem Kackraumduft, ja, das riechst du trotzdem. Ja, ja. Ja. Und das wollte keiner hören. Da haben die alle gesagt, nee, mal, das geht nicht. Und dann bin ich immer nur auf Tour gegangen. Irgendwann kam 200, dann kam 400, dann kam 800. Und dann kamen die irgendwann nicht dran rum. Aber so richtig Bock hatten die nie. Das heißt, als du angefangen hast, im TV stattzufinden, hast du schon vor 600, 800, ja, Leuten gespielt?
Ah, also richtig so klassisch mit die Leute sich erspielen. Heute würde man das in der Presse, würde man das so schön reden und sagen, naja, ich habe da so eine Ochsentour gemacht und so. Und das ist total wichtig. Nein, mich wollte keine Sau haben, Punkt. Deswegen habe ich es gemacht. So, deswegen nee, nicht, weil ich es machen musste. Nein, du hattest ja keine Chance. Ja. Und ich habe überall gespielt. Mir war das auch echt scheißegal. Ja. Und während manche Kollegen von mir dann so wahnsinnige Projekte hatten, die hatten meistens Bier in der Hand und waren echt geil gekleidet und hatten so Projekte, war ich dann irgendwo und habe gearbeitet. Und die waren, standen vor 20 Jahren mit mir an der Stufe der Karriere und da sind sie heute noch, aber die haben Projekte. Und ich glaube, das ist... Aber wenn man beim TV ist ja alles so ein bisschen auch so geskriptet, da wird alles überwacht. Aber was ist, wenn Mario Barth live ist? Da können die dich ja nicht kontrollieren. Das ist... Die müssen ja das... Du musst immer, wenn du ein Set spielst im TV, musst du das vorschicken. Ja, aber er ist ja live. Live gibt es wenig, aber ich in der Tat eine gute Frage, weil ich bin, glaube ich, der Einzige, bei mir gibt es ja keine Texte. Ich schreibe ja keine Texte. Aha, wer macht das auch nicht? Ja, aber er ist gut. Es gibt bei mir Überschriften. Ich schreibe nichts auf. Es gibt jetzt so eine neue Nummer, da geht es darum, dass die beste Freundin meiner Freundin, die ist vegan. Echt? Seit anderthalb Jahren. Sind ja die Allerschlimmsten. Das sind ja so Militante. Ja. Gestern haben sie sich noch so einen Hackshake reingedrückt, weißt du? Und jetzt sind sie vegan und erzählen die auch jeden Tag, wie ungesund das ist, was du da tust. Das ist erstmal, das basiert ja eh nicht auf der Wahrheit. Und die sind ja so militant. Ich bin zum Beispiel überzeugt, dass die ISIS aus Veganern besteht. Glaub mir, Mario, das waren ganz normale Muslime und dann haben die irgendwann aufgehört, Fleisch zu essen und dann so, kein Bock, ab zu ISIS. Verstehst du, das ist so der nächste... Die Veganer sind schon aber aggressiv. Ja, sehr aggressiv. Kommen die so auch auf Shows? Nein. Gibt viele, nein. Aber so viele wie bei dir sind, da müssen Veganer sein. Ja, also von der Statistik schon. Also ja, wir haben ja, wobei wir haben 2% vegan in Deutschland. Wir glauben ja aufgrund der Werbung, die da draußen läuft, Alter, sind viele vegan. 2% der Bundesbevölkerung ist vegan. 11% ist vegetarisch. 44% ist ganz neu Flexitarier. Weißt du, was das ist? Nee, was ist das? Flexitarier sind Menschen, die ab und zu Fleisch essen. Du, ich. Ja, ganz normal, Leute. Menschen halt. Die versuchen halt. Statt so ein Flix-Train oder so. Außer du frühst Stückst morgens Wurst, mittags Hack, zum Kaffeekuchen die Schwarzwälder Hacktorte und abends nochmal Hack. Wenn du dich ausschließlich von Fleisch ernährst, also du darfst da weder ein Brokkoli essen noch ein Spargel, dann bist du ein reiner Fleischfresser und natürlich ein Schwein, ja. Ist ja, ja klar. Okay. Es ist aber auch so Flexitarier klar. Ist, wenn du auch ab und zu mal... Wenn du normal bist einfach. Das sind immer neue Begriffe. Ja, es wird doch, für alles gibt es heute einen Begriff. Guck mal, deswegen habe ich auch nie studiert, weil ich ja so eine Lernschwäche habe. Jetzt muss ich 17 Geschlechter lernen, jetzt muss ich noch das lernen. Das ist ja so unglaublich. Ich berufe mich da immer auf die Medizin, XX und XY-Chromosomen. Genau, es gibt nur diese zwei Sachen. Also kommt auch nicht von mir. Ich habe das nachgelesen in einem Buch. Lesen zählt eventuell... Dann bist du nachher toxisch maskulin, weil lesen, du musst die Arme anspannen. Was ist das denn, Alter, toxisch maskulin? Das ist, wenn man einfach ein Mann ist. Ach so. Nee, du musst es genau erklären. Nee, ich bin Cis-Man, habe ich auch rausgefunden. Cis-Man. Es gibt Sister Act, aber nicht Cis-Man. Nee, es gibt einen Cis-Lord. Ja, Cis-Lord gibt's bei Star Wars. Das Wall und das Vader. Das waren Cis-Lords. Ja, und die wussten auch, was die sind. Sie wussten, was die sind. Sie waren schon immer Lord. Ja. Sie bleiben Lord und sie sind Lord. Du kannst doch nicht einfach so ein Lord werden. Du kannst nicht einfach vorbeikommen. Ja. Du bist, guck mal, damals als Kind wäre einer zu mir gekommen, ey, du bist ein Sith. Ich sag, boah, wie cool ist das denn? Ist ja voll geil. So, heute weiß ich nicht so genau. Die haben den Begriff so. Mein Gott. Ja, aber was ist toxisch maskulin? Toxisch maskulin ist, wenn man einfach... Gibt's wirklich oder hast du erfunden? Nein, das gibt's echt. Das ist ein Begriff, der heute benutzt wird, um typisch, also in meiner Weltanschauung, um typische männliche Charaktereigenschaften zu diffamieren und als schädlich zu titulieren. Wenn ich Holz hacke. Genau, wenn du Holz... Oder wenn du zum Beispiel, wenn dein... Ich will dir jetzt nicht zu nahe treten, aber wenn du jetzt zum Beispiel, wenn dein Sohn zu dir kommen würde, der hat sich das Knie gestoßen und er weint und du sagst zu ihm, wein nicht, du bist ein Junge. Hör mal, reiß dich mal zusammen, Indianer-Kind. Genau, dann würden die sagen... Indianer darfst du auch nicht mehr sagen. Genau,
Indianer. Du also müsstest ja sagen, genau. Mitglied eines indigenen Volkes reiß ich zusammen. Guck mal, an alle Leute, die es kritisieren. Ich habe einen Vorschlag an diese Leute. Guck mal, reist einfach an so ein Reservat in den USA, wo die so gut behandelt werden. Wunderbar auch. Wo man denen das Land weggenommen hat. Meinst du das? Genau das. Wo die so eingezäunt sind. Ja, super. Wo die nur mit Alkohol abgefüllt. Absolut. Ja, genau. Wo die auch gar keine Rechte mehr haben. Genau, genau. Du gehst einfach zu einem... Und gehst sagst zu einem und sagst, du bist Mitglied eines indigenen Volkes. Nein, du gehst einfach zu ihm hin und sagst, ey, lieber fliegende Feder oder wie die immer heißen. Wie geil, wie geil. Ja. Ich bin richtig hier. Ja. Alter, wir kriegen auf alle Fälle einen Shitstorm von so neuen Leuten. Ja. Weil sie die aber auch noch nie da waren. Also die sich aber für die einsetzen und sagen, ey, hat der wirklich gerade gesagt, guck mal, so ein Aktivist. So ein Aktivist soll zu so einem Native American gehen, in so ein Reservat, und ihn fragen, hey, was hättest du lieber? Brother, nein, du sagst, Brother, sei mal ehrlich, was findest du, könnte die Gesellschaft besser machen? Und dann wird, ich bin mir sicher, dass dieser Native American antworten wird, guck mal, die Europäer haben unser Land enteignet, die haben uns alle abgeschlachtet, wir haben keine Rechte, und mein Volk ist zerstört, wir leben in so Reservaten, das ist mir aber alles egal. Wie die in Deutschland mich Indianer nennen, das fuckt mich ab. Das ist das schlimmste Problem. Ich komme nicht klar auf mein Leben. Das ist das wahre Problem. Das ist das Übel der Gesellschaft. Das erzähle ich in meinem Programm Pizza Hawaii. Jetzt wird der Pizza Hawaii umbenannt. Darfst du nicht mehr machen. Wieso das denn? Also Nein. Pizza Hawaii ist sowieso ein Verbrechen gegen die Menschheit. Das weiß ich. Auch wenn du zum Italiener sagst, er hätte gern Pizza Hawaii, darfst du dich nicht wundern, wenn er einfach irgendein Werkzeug holt und dann einfach verkloppt. Ja, der hat recht. Gruß an meine Italian People, Alter. Ich glaube auch, dass er vor Gericht recht bekommt. Ja. Aber jetzt gibt's sie nun mal. Auch Toast Hawaii soll umbenannt werden in Pizza Ananas, weil, was ja gelogen wäre, da ist ja auch noch Schinken drauf. Ja? Mhm. Man müsste sie Pizza Ananas Schinken nennen. Oder Anti-Islam-Pizza. Weil Schweinefleisch drauf ist. Genau. Sowas. Ja. Schweinepizza. Ja. Schweinepizza. Einfach Schweinepizza. Ja, einfach so ein Schwein auf der Pizza. Aber so geschlachtetes Überfahren auf der A3. Ja. Und das wird umbenannt, weil die sagen, aufgrund des Respekts gegenüber dem Hawaiianer. Weil auf Hawaii wird der Ananas angepflanzt. Ist eine Inselgruppe. Hawaii ist eine Inselgruppe, ja. Und da gibt es eine Insel, da gibt es eine Riesenplantage mit Ananas. Ja. Und die wurde damals vor vielen, vielen Jahren, wurde die unter widrigen Umständen angepflanzt und gepflückt. Jetzt ist es ein bisschen was anderes. Es gibt Arbeitsschutz auch dort. Ja. Und dann hat Deutschland, das ist das Geile, Deutschland hat sich dann gesagt, ey, warte mal, wir müssen das ändern. Das geht nicht. Wir können aufgrund des Respekts gegenüber dem Hawaiianer ja nicht die Pizza Hawaii. Frag doch den Hawaiianer! Pass auf, ich habe sehr gute Freunde auf Hawaii. Ich bin da relativ häufig. Ja. Und ich habe die gefragt. Ich habe gesagt, ey, listen to me. Edeka took all the Pizza Hawaii from the Regale. Und die haben gesagt, ey, who the fuck is Edeka? Ja. Es ist ihnen scheißegal. Auch denen wurden ja einfach, die Inseln wurden ihr weggenommen. Genau, aber das ist nicht das Problem. Das ist egal. Wenn die Jungwelle was wegnehmen, die hassen das. Wenn in Berlin, Prenzlauer Berg, irgendwo in so eine Pizzeria gehen und dann lesen die Pizza Hawaii, da gehen die ab in die Zähne. Ja, genau. Das Herz bleibt stehen. Absolut. Herz steht allerdings stand. Österreich, Schweiz, Italien, Frankreich, Spanien, die nennen das weiter so. Ja, genau. Aber in Deutschland, wir sind ja auch relativ nah, das darf man nicht vergessen, an Hawaii dran. Wir haben einen Bezug. Wir haben einen und wir haben eine bestimmte Verantwortung gegenüber den Hawaiianern. Ich denke über den Hawaiianern. Ich habe nochmal eine Zwischenfrage. Ja. Was ist passiert? Was ist denn so? Ja, gell? Das gefällt mir nicht. Ich habe es gar nicht gesehen. Aber egal. Es ist ein Trick von euch, wa? Ich belästige den immer sexuell, merkt ihr das? So? Besser? Reda, du bist ein Schatz. Ist wieder ein bisschen zu tief, oder? Ein bisschen hoch. Ich kann aber auch, pass auf, ich habe Wirbelsäule. Ich kann auch so ein bisschen auch mich selber bewegen. So ein bisschen runter oder so. Du bist ein Star, du darfst dich bewegen. So, jetzt habe ich mal eine dumme Zwischenfrage. Ja. Ist dir nichts da oben Besseres zu tun? Deine Regierung? Ich glaube, also, willst du Wahrheit wissen? Ja, ja, die Wahrheit, ich glaube einfach, wenn wir da oben sitzen und dann kriegen wir so, kommt einer wie Reda und sagt, guck mal, Freunde, das sind unsere echte Probleme. Wir haben Altersarmut, wir haben Rentner, die auf der Straße sind, weil sie sich ein Toastbrot im Monat teilen. Wir haben einfach keine Schulplätze mehr, die Lehrer haben keinen Bock. Bei der Polizei, wenn du da anrufst, bei 110 geht nach 9 Minuten einer ran.
Ja, nicht ist der da, sondern geht einer ran. Du hörst eine Warteschleife. Hallo und herzlich willkommen bei der Berliner Polizei. Geil, mit dem Messer am Hals. Legen Sie nicht auf. Der nächste Platz ist für Sie reserviert. Das ist kein Witz. Nein. Doch, doch. Jetzt kommt Reda, also mit dem, du sagst, Nisa, pass auf, Mario, wir müssen, guck mal. Und dann sagen wir, scheiße, oh fuck, wie kriegen wir das geregelt? Also Altersarmut, das schaffen wir ja gar nicht bis 14 Uhr, weil danach gehen wir Sushi essen. Also wir haben ja nur noch bis 14 Uhr, wie machen wir das? Und dann sagt, kommt irgendeiner rein und sagt, ja, Freund von mir, der hat sich, wir können ja auch eine Pizza-Hawaii bestellen. Und du sagst, das ist doch geil. Pass mal auf, wir ändern jetzt erstmal den Namen von der Pizza Hawaii. Dann haben wir schon mal was gemacht. Das ist auch was mit Integration, Migration. Es ist, weil es so viele Hawaiianer auch in Deutschland gibt. Wir haben wahnsinnig, wir haben ja eine riesen hawaiianische Community. Ja, die sind überall. Überall. Die nehmen uns unsere Jobs weg. Die nehmen uns unsere Jobs weg. Unsere Frauen. Und alles. Alles. Ja. Diese scheiß Hawaiianer. Die nehmen uns wirklich alles weg. Ich dachte, das sind Türken. Nein. Das sind in Wirklichkeit Hawaiianer, die sich verkleidet haben. Ja, als Türken. Verstehst du? Um den Shitstorm abzuhalten. Zu lenken. Volksfleck-Aktion. Genau, das ist alles gefaked. Ja. Und ich glaube, da sitzen die da und sagen, lass uns erstmal die Ampelmännchen ändern. Ja. Weil das ach, ist so einfach. Müssen die auch geändert werden? In Saarbrücken schon geschehen. Wie? Wieso? Es gibt keine Ampelmännchen, es gibt gleichgeschlechtliche Ampelmännchen jetzt. Zwei Frauen oben, zwei Männer unten. Kenne ich sonst nur von so einem Gangbang-Porno. Aber. Nein, ernst jetzt? Darf man Gangbang sagen? Ja, ja klar, hier darfst du alles sagen. Und das ist geändert worden. Aber warum? Weil eine Politikerin von der SPD gesagt hat, ich lasse mir von einem Mann nicht sagen, wann ich stehen bleiben soll. Ich wusste nicht, dass in aber so einer die Ampel, aber die Ampel, die ihr sagt, ob sie fahren darf oder nicht, oder hat auch ein Mann erfunden. Aber das ist ja irrelevant. Das dann. Ist egal, das ist ja ein Kreis. Was für ein Kreis ist das? Das ist so ein roter oder ein grüner Kreis, der symbolisiert Zusammenhalt, Gemeinschaft, Gleichstellung, Frieden, ja. Toleranz, Liebe. Liebe. Rot. Rot. Liebe. Rot, ja. Warum ist die Ampel oben rot? Wegen Liebe. Ja, genau. Damit und du unten? Einfach, wenn du stehst, runterkommst. Aber jetzt mal eine dumme Frage. Ja. Die Farbe zeigt dir ja, ob du gehen darfst oder nicht. Nicht jetzt komm mal, jetzt hör doch mal auf mit so einer logischen Nummer, Alter. Das ist bescheuert. Was willst du mit Logik? Was willst du denn jetzt? Wir sind bei der Politik gerade in der Diskussion hier. Was willst du mit der Logik? Entschuldigung, ja, ich dachte, rot ist stehen bleiben, grün ist gehen. Komm mal wieder runter. Ja. Jetzt sind jetzt erstmal Frauen oben, wobei ich mir dann auch die Frage gestellt habe, darf eine Frau jetzt keine Hose tragen und kurze Haare haben? Weil das doch. Männchen könnte ja auch eine Frau sein. Ich trinke schon mal was. Ich so bin warte. Froh, dass ihr in die Wasserflasche ein bisschen kein Wodka Problem, gefüllt habt. Ich habe ja so ein Backup hier. Ich distanziere mich ganz klar von dieser so. Lesben tragen Hosen, haben kurze Haare. Das ist ja nichts Diskriminierendes. Darf ich das auch haben? Ja, klar. Hier. Damit, ja, das ist doch nicht... Kannst nicht mal drücken. Ganz klar von dieser. Jetzt hast du ein Backup. Ja. Jetzt kann keine Zeitung mehr kommen. Ja. Achso. Jetzt kannst du immer auf mich ab. Ja. Weißt du, wie du bist? Du bist wie dieser Hawaiianer, die sich als Türken verkleiden. Du leitest auf mich ab. Ja. Genau, das ist da, dafür ist dieser Knopf. Du kommst in unser Land und beleidigst die Lesben. Ja, genau. Was soll das denn? Was soll das denn? Ja. Pass auf, die schlagen dich zusammen. Die sind alle so maskulin. Ja. Die sind doch so wie bei der WWF, beim Royal Rumble. Ja, so Eishockey-Torwerte. Ja, so. Meinst du, Hulk Hogan war eine Lesbe? Weil die haben auch immer diese... Langen Haare? Der Hulk Hogan hat ja so lange Haare auch. Ja, aber der hat... Ja, stimmt. Nee, der kann keine sein. Aber ein bisschen schütter. Ja, ein bisschen hier. Dünn. Ja, ist dünn. So dünn. Der hatte so ein dünnes... Ja? Ich weiß es nicht. Wir Männer gucken ja nicht. Ich glaube, ich glaube, Frauen gucken sich eher gegenseitig so an. Ich habe das auch noch nie gehört, dass Männer sich gegenseitig angucken und dann, wenn der eine weggeht, der zu dem anderen sagt, hast du gesehen? Aber dadurch, dass du das ja nicht machst, bist du toxisch maskulin. Ach, wie geil, ich muss mehr lästern. Ja, du musst ja wie eine Frau. Ja. Halt. Ich muss, echt? Nein, guck mal. Weil das spielt ja die Unsicherheit. Also toxisch maskulin ist so wie Rambo aus den 80ern. Ja, Steven genau. Seagal, Arnold Schwarzenegger. Das sind toxisch maskuline Männer. Auch Bud Spencer, sagen die. Weil die projizieren einen Männerbild. Du meinst es echt ernst gerade, wa? Ja, das sag ja nicht ich. Aber das ist wirklich draußen. Ja. Wo liest man sowas? Ich weiß nicht. Da, wo du auch oft auftrittst, leider. Leider. Bei RTL? Ja. Alter, echt jetzt?
Ja, so bei. Ich hab jetzt gleich mit dem Chef einen Termin. Ja, ja. Ich sag dem das. Ja. Ja. Guck mit ihm einfach einen Rambo-Film. Oder Phantomkommando von Arnie. Einfach so als Inspiration. Ja, genau. Wo er rückwärts rennt mit diesem Riesen. Genau. Einarmig. Einarmig, gibt auch keinen Rückstoß. Genau. Einfach so. Dieser geile Bizeps. Was für ein geiler Arm. Ja, geil geschwitzt. Ah, okay, dann bin ich toxisch maskulin, wenn ich. Wenn du auch behauptest, dass es charakterliche Unterschiede gibt. Zwischen Männern und Frauen? Genau. Weil die gibt es ja nicht. Das ist ja ein soziales Konstrukt. Dass aber Männer da sind und Frauen. Also zweijährige und dreijährige Kinder sind dann sozial schon so manipuliert worden von ihrer Umwelt. Genau. Dass ein zweijähriges Mädchen gerne eine Puppe der Haare kämmt. Danke. Und der Junge macht und das, findet einen Stock und macht daraus ein Schwert. Das behaupten die Leute, dass das genau das schon im indoktriniert vom Vater. Genau. Vom Vater an diesem Babybett immer wieder steht und ich sagt, auch, ich kam kämpfe, raus. Kämpfe, Junge. Ja. Genau. Solltest du einen Stock finden, ist es ein Schwert. Ich kam raus aus meiner Mom, der Arzt hat mich so geholt und Conan der Barbar gucken lassen, so direkt. Ja. So. Direkt. Aber wenn du am Anfang. Ja, okay. Aber wenn du 20 bist und sagst, ich bin ein Fuchs, das ist okay. Das ist in Ordnung. In Berlin sowieso. Ja, du bist ein Fuchs. Ich habe neulich die Debatte gehabt, gab es einen riesen Shitstorm, weil es wird ja immer gesagt, ey, du bist echt wie ich. Das gefällt mir. Ja, ja, mir ist es egal. Ne, jeden, den du fragst, auch in meinem Freundeskreis, ja, du würde dich dann nicht stören, wenn da vor dir. Ach du weißt, mir ist es egal, ob der als Fuchs ist oder so. Und das ist ja gelogen. Letztendlich heucheln wir ja. Ja. Es ist ja gelogen. So, und dann habe ich als Beispiel genommen, pass auf, du hast Geld gespart. Ja? Du hast mit deiner Freundin hast du Geld gespart, über 15 Jahre. Und endlich ist es soweit, du könntest dir eine Eigentumswohnung kaufen. Jetzt kaufst du dir nicht einfach nur eine Wohnung, sondern willst ja die Hälfte willst du finanzieren, die andere Hälfte machst du Eigenkapital, dann bist du safe. Ja? Und dann fragst du deinen besten Freund, der sich ein bisschen auskennt, sagt, oh, geh mal zu meiner Bank, du, da ist der Herr Schröder, der ist wirklich gut, das ist ein geiler Typ, der verkauft dir auch nichts. So, dann gehst du zu dieser Bank, alleine, deine Freundin, deine Frau macht irgendwas. Ja? Mhm. Ich will nicht sagen, was sie macht, nachher bin ich wieder So, sie ist irgendwo. Sie ist in der Küche. Zufällig. Sie ist zufällig in der Küche und sieht, wie unordentlich ich sie hinterlassen habe. Ja. So, jetzt gehst du zu dieser Bank und gehst rein und sagst, schönen Tag, ja, ich habe einen Termin mit Herrn Schröder. Ah, wunderbar. Möchte einen Kaffee? Ja, einen Kaffee. Zack, kriegst einen Kaffee. Dann kommt der Herr Schröder als Wolf verkleidet. Mhm. Und dann würde ich eine Silberkugel holen. Sagt, schön, oh, John Sinclair geguckt. Dann sagt er, was kann ich für Sie tun? Sagt sie, ja, es geht um eine Finanzierung. Bist ein bisschen irritiert, weil der sitzt vor dir als Wolf. Mhm. Und dann sagt er, ja, wunderbar, das können wir wunderbar machen. Also wenn Sie 50%, 50% Anzahl ist das natürlich großartig, weil die Masse zahlt ja gerade, 10% an. Wissen Sie? Und da sind 50%. Was würdest du machen? Hand aufs Herz. Du würdest anfangen zu lügen. Sofort. Ja. Du würdest dann weiter da sitzen und denken, Alter, was ist denn das? Aber hältst die Fresse. Ich will ja diese Finanzierung. Du hältst die Fresse, genau. Also, ja, ja. Und vielleicht, das ist auch ein geiler Move. Das ist auch ein geiler Move. Sag sie, scheißegal, ob den Fuchs ist. Ich will dir die Finanzierung. Viel geile Zinsen. Aber auch das sagt so. Jetzt sagt er, und das ist ganz sicher, Sie müssen mir nur Ihr Bargeld geben, glauben Sie mir, passiert nichts. Und dann würdest du lügen und sagen, ja, würde ich super gerne machen, wirklich ehrlich, wunderbar, aber es ist ja gar nicht mein Geld auch so, gehört auch meiner Freundin, müsste ich kurz nochmal mit meiner Freundin besprechen, ich melde mich morgen. Gehst nach Hause, deine Freundin sagt, wie war's, das Alter, da saß der, völlig bescheuert, hatte ein Fuchskostüm an und jedes zweite Wort war, hat der zum Mond gejault, der hatte eine Meise. Zwei Tage später ruft dich der Chef an von der Bank und sagt, und wie sieht's aus, wie war's, ja, nee, wissen Sie, mein Schwager, du lügst wieder, mein Schwager, der ist ja auch bei der Bank, habe ich völlig vergessen. Und der hat mir einen geilen Zinssatz gegeben. Also, und Familie, wissen Sie, Blut ist ja dicker als Wasser. Und dann fragt er dich, oder lag es daran, dass er ein Wolf war? Und du würdest lügen und sagen, nein, viel super, kann jeder ein Wolf sein. Lange Rede, kurzer Sinn, du gibst das Geld nicht einem Typen, der aussieht wie ein Wolf. Du hast einen Herzinfarkt und da steht einer als Fuchs verkleidet, der andere hat einen weißen Kittel an und so ein Stethoskop. Von wem lasse ich mich operieren? Vielleicht ist der im Fuchskostüm der bessere Kardiologe. Ach, aber so ein bisschen sind wir schon auch oberflächlich. Wir entscheiden schon nach äußerlich. Ja. Also Schein ist ganz oberflächlich, nicht nur ein bisschen. Ja, ja. Der ist richtig schlimm. Ja. Ich hätte die Finanzierung genommen und sage, ey, wenn du nur mit deiner Wolfsfamilie gerne mal zum Essen kommen würdest. So, aber gib mir mal einen besseren Zins. Wir haben ja in unserem Café auch Wolfsmilch. Ja. So, ja, je nachdem, was Finanzierung angeht, schwingt auch die Moral und der Charakter. So, weißt du, wie bei allen im Fernsehen. Ja. So. So, der moralische Kompass, da ist die Nadel dann. So.
Und da bin ich ja auch einer, und ich spreche das halt aus. Und da gibt es immer Leute, die sagen, das stimmt doch gar nicht, es ist doch egal, wie einer. Und das ist es nicht. Wenn du, egal wo du hingehst, du erwartest schon so ein gewisses Bild. Du fliegst ja, in den Urlaub, der Pilot kommt raus mit Badehose. Ist leicht angeballert. Und sagt, moin, moin, Freunde, das ist, Alter, wir knallen jetzt mit der Maschine, rappel die Bubs, Alter, nach Malle. Da werden doch, ein Drittel sagt doch, oh, ich glaube, ich habe irgendwas im Terminal liegen lassen. Und die steigen aus. Ja. Aber vielleicht kann der das wunderbar mit 1,2 Promille. Ja, das ist ja... Weil er schwerer Alkoholiker ist. Das ist diese übertrieben... Wie Denzel Washington bei Flight. Ja. So. Mhm. Der kann das ja auch. Ich habe den Film nicht gesehen. Nee. Nee. Der kann alles. Ja. Schade. Ja. Ja. Hätte man das vorher gewusst, wäre ich ja nicht gekommen. Vorher so eine Interviewanfrage. Welche Filme hat er gesehen? Hat der Flight von Denzel Washington nicht? Nee, da geht nicht hin, Alter. Ja, das ist ja bei ihm auch so ein Problem, das ist ja aber jetzt wirklich die Wahrheit, jetzt Real Talk, dass er nach Filmen, die du schon gesehen hast, beurteilt, ob er dich mag oder nicht. Der ist ja so ein Autist. Ich auch. Ja, sag ich doch, wir haben viel gemeinsam. Ja. Ich bin Dustin Hoffman bei Rain Man. Soll ich dir eine wahre Geschichte erzählen? Ja, bitte. Ich dachte, das jetzt war alles auch wahr. Einfach alles gelogen. Kennst du den Film Casino? Ja, klar. So, kennst du die Szene, wo Joe Pesci und Robert De Niro nebeneinander stehen und so ein Typ lässt seinen Kugelschreiber fallen und Robert De Niro hebt den Kugelschreiber auf und sagt, hier, ihr Kugelschreiber, und der sagt, kannst du dir in den Arsch stecken, und Joe Pesci völlig ausrastet. Genau. Und den Kugelschreiber den Typen 650 Mal in den Hals rammt. Mhm. Geiles. Und Robert De Niro sagt, ach, oh, Mensch, Alter, muss das sein, ey, guck mal, ja, jetzt haben wir wieder Ärger. Ja. Also auch ganz cool. Ja. So, pass auf. Ich bin in Vegas. In Vegas gibt es ein italienisches Restaurant. Kommst du nicht rein? Keine Chance. Kriegst du keinen Tisch. Über 200 Jahre lang ausgebucht. Das gehört einer italienischen Großfamilie. Sagen wir, wie es ist. Ne? Mein Tätowierer. Wie ganz Las Vegas. Wie ganz Las Vegas. Ja. Okay? Ja. Mein Tätowierer kennt die aber, weil der die tätowiert. Ja. Und sagt, ey Mario, pass auf, ich habe in dem Restaurant, wo sonst keiner reinkommt, können wir mal reingehen, wenn wir wollen. Ja. Und da in diesem Restaurant gibt es ein Family Room. In diesem Family Room sagt schon alles, sitzt wirklich nur die Familie. Genau. Und so. Die gucken Disney-Filme. So. Ja. Und wir haben einen Tisch im Family Room bekommen, nein, weil der wirklich ganz dicke mit hin ist. Und ich sitze auf dem Sitzplatz von Frank Sinatra. Boah. Mit einer Messingplakette über mir und Fotos, wo Frankie Boy saß immer da, wo ich saß. Ich wäre da nicht mehr weggegangen. Ich hätte so gemacht. So, geht noch weiter. Dann kommt der Kellner und erzählt gefühlt eine halbe Stunde auf einem Italienisch-Englischen, yes, today we have a little bit of basil and with a touch of tomato with a silky of bababa. Und ich dachte, wie geil ist das denn? Der hätte eine Stunde reden können. Geil. Und dann macht der mir so geile, ich habe noch nie so geile Nudeln gegessen. Und die Oma hat in der Küche, ich weiß, es ist auch wieder, Oma ist in der Küche, ja, du hast doch ein toxisches Bild. Toxisches was Bild. Aber es war eine Oma in der Küche. Vielleicht war es aber auch der Opa, der sich verkleidet hat. Ja, ja. Auch das. Ja, aber genau. Sag einfach, Opas können auch in der Küche stehen. Opas können auch in der Küche stehen. Alle können in der Küche, auch ein Fuchs. Ja. So, pass auf. Ja. Jetzt lassen wir da geile, danach gehen wir an die Bar. Ja. Und ich denke, die Bar kenne ich. Nein! Das ist die Bar, wo Casino gedreht wurde. Niemals! Mit der Szene, wo dieser Kugelschreiber in diesen Hals. Und ich sitze auf dem Barhocker von Robert De Niro. Jetzt kommt's! Und dein Freund hat einem anderen Kugelschreiber in den Kopf gerammt. Schade. Nein, im Hintergrund ist eine kleine Bühne und ich höre When the Rain Begins to Fall von Pia Zadora zusammen mit Jermaine Jackson damals gesungen. Michaels Bruder, ja. So. And when the rain begins to fall. Ja, genau. Und ich drehe mich um und wer steht da? Pia Zadora, in echt. Die ist doch 900 Jahre alt. 1400, aber ist jeden Tag Mandeln und darum sieht sie noch so gut aus. Gut aus, genau. Und ich kriege einen Gin Tonic, das ist so geil. Ich sitze auf Robert De Niros Barhocker, Feuer Frankie, und ich rufe meine Freundin an, abends. Aus dem Hotel. Du kannst dir vorstellen, was ich war. Und ich sage, ja, ich weiß ganz genau, wie du aufgegangen bist. Schatz, Alter, ich war. Und erzähle alles. Und sie sagt, Und sie sagt, wie, Sagt, das ist doch schön. Sagt, das ist doch toll. Sagt, das ist nicht schön. Das ist das Krasseste, was toll. Es gibt. Hast du mir zugehört? Ja, ich kenne den Film nicht. Habe ich aufgelegt. Ich habe, ohne Tschüss zu sagen, aufgelegt. Ja. Habe einen Freund angerufen. Wie ist ein maskuliner Mann? Sie ist sehr toxisch maskulin. Und,
und habe einen Freund angerufen und habe gesagt, ey, Alter, ich war da und da. Und ich sagte, nein. Und der ist genauso abgegangen wie du. Ja, normal. Und er sagte, wie geil ist das? Und du sagst, und erst dann konnte ich pennen gehen. Ja. Weil es ist, wenn du jemandem was erzählst und er sagt, ach so, Casino, ja, ne, hab ich noch nicht gesehen. Nee. Ich muss den Raum verlassen. Ja. Sag mal, es gibt doch Filme. Der Pate? Habe ich noch nicht gesehen. Wie alt bist du denn? Ich verstehe das, wenn du 12 bist. Verstehe ich das. Aber ich wenn bin du so groß wie ein 12-Jähriger. So, du hast früh geraucht, wa? Ja. Wie groß bist du? 1,65. Echt? Ja, aber im Winter ein bisschen kleiner. Da zieht sich zusammen. Im Sommer. Im Sommer 1,67. Ja, genau. Das ist wie so ein Laminat. Wie so ein Laminat. Ja. Immer mit so einer Dehnungsfuge. Wie groß sind sie denn? Sommer oder Winter? Ich müsste das wissen. Ja, ja. Variierung, 5 cm. Im Herbst ist es so geht so lala. Ja. Und das ist genauso. Wenn einer gewisse Filme nicht gesehen hat, dann stimmt mit dem was nicht. Ja, ich denke auch. Mit dir stimmt was nicht. Stimmt. Mit dir stimmt was nicht? Nee, mit einer gewissen Filme. Mit den anderen? Ja, mit den anderen. Jetzt hat er mit mir nachgeholt, ne? Ja, ich habe einige Filme mit ihm nachgeholt. Was hast du nachgeholt? Diese ganzen 80s-Action-Schinken von Schwarzenegger, geil. Stallone, Van Damme, Leon, geballte Ladung. Volles Programm. Dann haben Rambo, Cliffhanger. Haben wir alles geguckt. Cliffhanger kann ich nicht mehr sehen. Ne? Warum? Hab ich mich kaputt geguckt mit. Ja, aber hast du... Fange ich an und denke, Alter, ich habe das, ich weiß... Aber genau, du hast ihn 100 Mal gesehen. Aber der Bull, der du hast ihn 100 Mal gesehen. 100 Mal gesehen, siehst du? Aber es ist ein Film, den kann... Irgendwann kann ich den nicht mehr... Top Gun zum Beispiel. Top Gun kannst du 600 Mal gucken. Ja, und natürlich. Allein Soundtrack, wird, alles. Alles. Einfach on top, alles. On top. Ja. Alles ist geil. Aber... Der Film halte ich aus heutiger Sicht für problematisch, weil Männer... Wie im Klima? Ja, nee, Männer fliegen Flugzeuge und so, das ist doch wieder so... Ja, nee, ich werde das auch gleich sofort, ich werde das sofort von meinem iPad löschen. Ja, genau. Boykott heißt ja, das. Ja, ist Boykott. Ja. Früher hieß es Kompott. War auch immer gut auf so Milchreis. Meine Oma immer gemacht. Das ist geil. Ich lösche das. Aber hast du Zeit, Filme zu gucken? Ja, das ist das, wo ich abschalte. Ja. Ich werde immer wieder gefragt, was machst du? Ich liebe das, einen Film zu gucken. Wir treffen uns im Freundeskreis. Früher haben wir das häufiger gemacht. Haben wir einmal in der Woche bestimmt oder alle zwei Wochen und haben wirklich so einen 80er-Jahre-Abend gemacht. Das machen wir. Haben uns hingesetzt. Das ist total geil. Das ist das Geilste. Wir machen das einmal in die Woche. Das ist sensationell. Wir drehen immer einen Podcast. Ja. Wir drehen ja montags und mittwochs meistens und dann gucken wir abends immer einen 80er-Jahre-Film. Das ist das Beste, was du machen kannst. Außer wenn so Stars sonntags kommen wollen, dann müssen wir halt uns anpassen. Ihr seid meinetwegen heute hier? Ja, klar. Ach, ihr seid uns gar nicht hier? Ja, ich mache eigentlich den Gottesdienst gerade. Ich weiß. Da gibt's Geld. Kriegst du als Nur das Geld. Kriegst du als Messdiener Geld? Ja. Mindestlohn. Nach dem Messdiener erstmal Blutspende? Gibt's auch nochmal ein Zwanni? Ja. Ey, gibt's ein Zwanni fürs Blutspenden? Ja. Ich glaube. Belegte Brot und Zwanni oder was? Belegtes Brot und Zwanni. Ich glaube ja. Ich weiß es nicht. Wie viel nehmen die dir denn ab? Ich habe keine Ahnung. Warum ist das wichtig? Weil ich das faszinierend finde, dass Liter, Leute das machen. Halber Liter? So halber Liter. Halber Liter? Bestimmt, halber Liter, bestimmt. Sie wollen ja was für ihr Geld. Ja, da kommt so eine Riesennadel rein, Alter. Nee, ich habe sowieso Angst vor Nadeln. Echt? Ja. Ich hasse Nadeln, also ich versuche alles, um das zu umgehen. Also wenn einer zu mir sagen würde, guck mal, es kann sein, dass du stirbst, wir können dir aber jetzt eine Spritze geben oder du machst so 5 Jahre irgendwas anderes, was deinen Körper zerstört, dann würde ich mich für die 5 Jahre entscheiden. Ich hasse Nadeln. Ich habe so eine richtige, also du weißt, was für ein Akt die Ärzte immer haben, wenn die mir Blut abnehmen müssen. Boah. Echt? Terror des Todes ist da angesagt. Man guckt so ein 12-Jähriger den an und sagt, Mama, warum übertreibt er so? Ja, genau. Und wir sitzen da. Und ich krieg auch wieder 12-Jährige. Wie asozial. Das Bild, wie er da beim Arzt ist und so 6-Jährige um ihn rum sind. Ey, Nisa, kein Problem. Du schaffst es auch so. Ich krieg dann auch immer diese Baby. Du kriegst die rosa Nadel. Ja, ich krieg auch immer dieses Pflaster mit Löwen und so. Und gibt ja auch diese Nädelchen, so ganz dünne. Für Kinder extra. Weißt du, wie bei mir Blut abgenommen wird, jetzt ohne Scheiß? Also, erstmal, wenn jemand sagt, ja, wir müssen ihnen Blut abnehmen, dann sag ich, okay, stopp. Ist das erstmal nötig? Ja, wir müssen ihre Werte. Sag ich, aber gibt's keine andere Möglichkeit. Und dann merkst du immer, dass in ihrem Kopf gerade das rattert, ey, macht er Spaß oder meint er das ernst? Und dann sag ich irgendwann, nein, ich meine das ernst. Ja, sie sind noch ein erwachsener Mann. Sag ich, erstmal habe ich ein Toxisch Baby. Toxisch maskulin. Ja. Sie Schwein. Ja, ey, stimmt.
Mario, du hast recht. Sie sind toxisch maskulin. Warum? Was soll das denn? Warum darf ich denn als erwachsener Mann keine Angst haben? Ja! Bam! Du bist der Knaller. Also entweder sie kriegen das anders hin oder ihre Arztpraxis ist morgen zu. Zu, genau. Und dann gehe ich protestieren. Ja, genau. Wir boykottieren. Ja, genau. So. Und dann ist es immer, dann diskutiert ihr mit mir und dann holt sie immer die Nadel. Und dann, bevor sie die reinsteckt, ja, diskutiere ich 500, also es ist immer so, okay, sag ich, Moment, stopp! Geht das jetzt schnell oder geht das langsam? Ich bin doch gerade erstmal am Abtupfen, sag ich, okay, zack, zack, zack. Dann will sie mal sagen, stopp! Ich bin noch nicht vorbereitet. Verarschst du mich gerade? Nein, ernst, nein. Ich schwöre. Und dann gucke ich so weg. Und dann sage ich, ist das drin? Nein, noch nicht. Okay, einen Moment. Und dann so, irgendwann spricht er, ich so, oh, das ist drin, ne? Ich glaube, mir wird schlecht. Gucken sie einfach nicht hin, ne? Und dann höre ich so, und dann sagt die, Moment, ich tausche das kurz aus. Sag ich, wie, noch eine? Und ich merke so, wie... Nee, finde ich aber gut. Nee, ich finde es toll, dass du das auch hier so sagst. Ja, klar. Das ist einfach deine. Ja. Ich habe mich ja oft selber gestochen. Genau. Weil er hat so der Depression. Ja, Frankfurter Besteck nennt man das. Ja. Da habe ich. Ja. Ich erkläre es, bevor irgendwas hier Shitstorm kommt. Nein, sag einfach, du bist heroinsüchtig. Nein. Sag's. Lass uns doch heute einfach mal die Wahrheit sagen, alle. Yeah. Nee. Crystal Meth, da fallen so schön die Zähne aus, ja, weil ich die nicht mehr haben. Die sind unnötig. Deswegen, ja. ich kann Crystal Meth nehmen, bei mir wird nie was passieren, ich habe genug Zähne. Es können es kann ausfallen. Weiß nach. Ja. Ich habe früher, immer wenn ich gute Partys gemacht habe, habe ich mir selber so eine Vitamininfusion gegeben. Guck, was für ein kranker Typ. So, dann bin ich einfach am nächsten Tag. Wo bin ich denn hier gelandet? Man hat gesagt, geh mal dahin, da sind zwei geile Typen. Der eine sagt. Okay, ja, okay, ja. Hm, ja. Nee, ist oft so, ist bei meinem ganzen Freundeskreis. Und wir haben alle so Vitamindinger zu Hause im Kühlschrank. Aber brauchst du die nicht? Kommt nicht mal so ein Arzt bei Tour vorbei? Doch, gib dir mal so regelmäßig. Vitamin C. Regelmäßig, Zink, Vitamin C, Selen, Selen, sowas. Ich krieg ganz oft Infusionen. Selene Fischer. Selene Fischer. Wie schlecht. Das ist ein schlechter Gag. Ja. Aber es gibt einige Comedians, die den verkaufen kannst. Ja. Oh Gott. Die nehmen ja alles, was geschrieben wird. Ja, die nehmen alles, Hauptsache in der Klasse. Ja. Wenn es die Mutter ist. Du, nein, ich gehe zu Heilpraktikern, dass ich wieder kriege. Ich schaff's ja sonst nicht. Ja, geil, ne? Geil. Aber also, ich habe vor Nadeln überhaupt keine Angst. Ich auch nicht. Ich guck da aber nicht so hin. Sondern ich mach da auch den Arm so gerade. Ja, warum guckst du nicht hin? Wie ein Mann? Ah, bist du toxisch? Maskulin? das wird mein Wort des Jahres. Das ist geil. Egal was. Ja, egal. Auch wenn meine Freundin zu mir sagt, ey, nun trag du das doch mal, das schaffst du doch. Ja, warum bist du denn so toxisch maskulin? Nur weil ich ein Mann bin? Nur weil ich ein Mann bin. Ich kann, vielleicht bin ich auch schwach. Ja, genau. Ich darf doch auch schwach sein. Ja, genau. Du. Geil. Nächstes Mal, wenn ich irgendwie ins Kino gehe, gehe ich einfach hin und sage, ich brauche eine Kinderkarte. Amis, wenn die fragen, warum, sage ich fühle mich wie ein 12-Jähriger. Das muss doch gehen, oder nicht? So Diskriminierung. Ja, heute geht alles. Heute geht alles. Sachen wie Wissenschaft und so interessiert keinen mehr. Scheißegal. Scheiß auf Wissenschaft und Fakten. Ja. Wissenschaft, Fakten, das ist alt. Das war von früher. Heute. Wasser kocht bei 40 Grad. Sieh zu, wie du es hinkriegst. Ja, ja. Heute ist alles möglich. Alles. Ich gehe ins Kino und sage, ich will den Kindergarten. Bei mir funktioniert es, weil ich muss ja so hochgucken. Ja, an ja. Den Dings. Ja, auch bei dir geht es. Ja. Bei mir wird es echt durchgehen. Ja. Was ist hier los? Ach, ist ja wie. Na, ist so. Ja, das ist. Müsste man mal machen. Ja, alles. Oder wenn du Bahn fährst und der sagt Ticket und du sagst, ich bin eine Katze. Ja. Haustiere brauchen kein Ticket. Das stimmt. Aber was, wenn du eine Hauskatze bist? Darfst keine Hauskatze sein. Weil Hauskatze. Hauskatzen müsst du bezahlen auch bei der Deutschen Bahn? Nein, das nicht, aber Hauskatzen dürfen nicht aus dem Haus, ne? Das ist wie so eine Ehefrau. Ist auch geil, wie so, es gibt da so unterschiedliche Lachcharaktere. So. Ja. Und dann sie so. Findet auch jeder lustig, ja. Man traut sich nicht zu lachen. Ja. Du hast ein Backup, ne? Danke. Ganz kurz, ja. Distanziere mich ganz klar von dieser. Ich brauch das auch. So, das ist immer safe. Bist du auf Tour momentan? Voll. Ja, das heißt, du hast in deiner Tour zwischendurch bist du hingekommen. Ja. Bist echt ein cooler Typ, ja. Nee, macht mir Spaß. Ja, das feier ich. Finde ich gut. Finde ich ja auch gut. Ja, ich finde dich auch gut. Danke. Ich war ja Freitag da. Du bist doch hübsch.
Ja, du bist auch hübsch. Ich hätte nichts dagegen, so eine Nacht. Nein, warum? Wir sind offen für alles. Ja, genau. Warum heutzutage? Ja, alleine die Frage, wer von euch beiden ist die Frau, ist eine Frechheit. Ja, ist eine Frechheit, ja. Das ist toxisch maskulin. Was soll denn das jetzt hier? Das ist geil, das gefällt mir auch. Ich liebe das. Du kannst zu allem, scheißegal was, wenn du irgendwo anstehst und sagst, warum dauert das so lange, müssen sie hier, sie sind ja toxisch maskulin. Ich warte halt, ich bin langsam. Also ich sag dir ganz ehrlich, ich war ja Freitag auf seiner Show. Ja, ne? Ohne mich, aber egal. Ja, du bist ja nicht gekommen. Du warst ja hier mit Abed, glaube ich, war. Ich hab Abed, gesehen. Khalid und Benaissa. Genau. Das vor 20 Jahren auch andere Namen. Aber wir sind genau war, so. Früher war doch ein Quatsch-Comedy-Club und hier ist, weiß ich nicht, Dieter, ja, Klaus und Fabian. Heute, meine Damen und Herren, heute Mohammed, Lawan, Leschwille und Mkwaha. Und das ist ja alles, ich finde es ja klasse. Ja. Aber es hat sich geändert. Ja, hat sich einiges geändert. Ich hab, bei Insta habe ich gesehen. Ja. Der hat mich gekillt. Alter, die vier Namen hört schon wie so eine Vorspeise einfach so. Kommt doch so Hummus vom Boden. Ich hätte gerne einmal. Nizar, dann aber nicht so scharf. Ey, der hat mich gekillt. In so einem Luxushotel in Dubai bestellt. Zweimal Nizar, einmal Abed. Abed, ist das frittiert? Ja. Abed bei uns ist immer frittiert. Oh, unser Abed ist heule. Geile Körper. Oh. Ja, der Abed ist frittiert. Oh, ich heule. Ja. Der ist auch gut. Ja, der ist gut. Abed ist auch gut. Abed ist ein guter Junge. Ich mag den auch. Ja, ja. Der ist, der ist dick, aber nett. So. Ja, aber dieser schwäbische Akzent fuckt schon ein bisschen. Ja, aber das ist das Lustige. Das ist einer, der aussieht wie so ein Terrorist. Aber so, also für alle, die es jetzt auch hören, meine Karriere fand ich ganz gut. Meine Karriere war echt gut. Aber ich wollte ja immer mal aufhören. Irgendwann. So, war ich trotzdem Pink ab. So, aber wenn du siehst so einen, du hast ja ein bestimmtes Bild, dann redest du so, ja, was ist das, Allah? Ne? Spinn ich, Allah? Was ist das, Allah? So, dieses, und das irritiert ja immer einen. Das ist ja wie wenn du so. Das ist ja Vorurteile. Ich habe mal eine Sendung gemacht, ging es um Vorurteile. Ich habe im Kampfsport jemanden kennengelernt, die ballert dich auf der Matte um. Hast du keine Chance. Bist du eine Frau? Eine Frau. Das bezweifle ich, aber red weiter. Bin ich 100% der Meinung. Ich würde sogar meine Hälfte, allerdings nur die Hälfte meiner Kohle wetten. Dann kommt die aus der Umkleide, ist eine Nonne. So eine Ninja-Nonne. Kennst du bei Ninja-Nonne? Ja. Jetzt, wo du sagst. Und ich dachte, wie geil ist das denn? Wenn du die draußen auf der Straße siehst, denkst du, ja, komm. Ist die Ninja oder Nonne? Ja. Doch, es gibt doch diese Kampfnonnen, wie bei Magnum. Gibt es doch diese eine Folge. Stimmt. Ja. Stimmt. Ja. Aber das alte Magnum, nicht der ja, neue. Ja, klar, wer hat das neue? Wohin geht es plötzlich, eine Frau ist? Das verstehe ich gar nicht. Das existiert nicht. Vielleicht bin ich jetzt auch ein Schwein wieder, aber was soll das? Ja, das ist dieses, das ist. Es gibt doch ein Buch, da steht das drinnen. Higgy Baby ist so ein Typ. Ist so, im Drehbuch steht doch drinnen, der ist plötzlich eine Frau. Guck mal, obwohl ich einer Minderheit angehöre, ich hasse... Ich gehöre auch zu einer Minderheit. Ja, ich vertrage alles. Ja, genau. Ich habe keine Laktoseintoleranz, ich habe nichts. Ich glaube, es wie langweilig, ich das hasse, ist, wenn ich irgendwas bestelle. Ich hasse dieses Switchen des Geschlechts oder der... Oder wenn auf einmal Batman Chinese wäre oder so. Was ist das denn? Es gibt genug coole Chinesen. Aber es gibt ja auch, du musst Batman nicht Chinesisch machen. Ja, dann mach einen anderen Film. Ja, genau, dann mach einen anderen Film. Dann nenn ich ihn Batman, sondern dann machst du einen anderen Chinaman. Film. Chinaman. Ja, genau, so zum Beispiel. Wobei, dann wird wieder der Thailänder sagen, warum ist der Asiate immer ein Chinese? Ja, aber genau. Mario, erzähl mal bitte, du hast mir am Freitag von einem Film erzählt, der nicht genommen wurde. Das stimmt. Darf man darüber reden? Das ist mir scheißegal. Ja, warum hast du die Hauptrolle? Das Maximale, was passieren kann, ist bei Amazon Prime, dass ich meinen Prime-Status verliere. Aber ich bezahle dafür. Vielleicht komme ich da nicht mehr rein. Sie hacken mein Passwort. Du hättest eine Frau nehmen sollen als Hauptrolle. Du bräuchtest also nicht. Also, der Film hieß Der Paartherapeut. Da ging es darum, dass es einen Paartherapeuten gibt, der Pärchen therapiert und immer so das Gleiche erzählt. Ja, wir müssen. Er selber glaubt an die Scheiße gar nicht. Der glaubt wie alle Paartherapeuten. Genau, der glaubt dann nicht an die wahre Liebe, überhaupt gar nichts. Sondern der erzählt immer nur das, was die hören wollen und ist gut. Und da sind unterschiedliche Pärchen, junge, alte und so. Und da geht es halt immer nur um Sex und er hat dann immer jeden Tag auch eine andere, immer die gleiche Masche. Und sehr, sehr lustig, weil er sich dann plötzlich doch verliebt in eine Frau und
wie das der Klassiker ist. Am ja. Anfang bin ich total dagegen, plötzlich dafür, ja, ja. komm aber nicht ran. Ja. Der Klassiker, 100.000 Jahre alt. Ja. So, haben wir eingereicht, mussten wir auf Englisch übersetzen alles, weil die Amerikaner wollten das ja lesen. Und dann wurde abgelehnt, weil der Redeanteil der Männer in diesem Film ist höher als der Redeanteil der Frauen. Ja, okay, das ist aber unrealistisch. Frauen reden mehr als Männer, aber abgesehen davon. Also aber dein Film, Alter, ist ja jetzt, wo du sagst, das ist der Grund, ja, aber dein Film, der Film abgelehnt wird, ja, weil er unrealistisch ist. Aber dein war. Film ist ja Science-Fiction, deswegen redet er die Männer mehr. Ich hätte drunter schreiben müssen, der Parat, aber Science Fiction. Ja, genau. Einer fliegt noch durchs Bild. Ja, genau. So. Scheiße. Ey, ich reiche nochmal ein. Ja, das ist auch jetzt bei den Oscars gibt es ja jetzt auch diese Inklusionsklausel, dass ein Film nur noch für den Oscar nominiert Quatsch. Werden kann. Doch, das ist safe. Also, das ist jetzt wirklich die Wahrheit. Ein Oscar kann nur noch für nominiert werden, wenn. Eine Minderheit, also ein Homosexueller, ein Transsexueller oder ein Schwarzer oder in diesem Film ist. Und so, und dann denke ich mir, du verwässerst dadurch die Kunst, weil ein Film sollte nominiert werden. Weil der Film geil ist. Weil jetzt zwingst du mich ja, irgendwas reinzumachen, was eventuell nicht reinpasst oder nicht gut ist. Das kann nur eine Katastrophe. Das ist ja wie wenn mein Vater sagen würde, du musst eine Frau heiraten, die die Schuhe an den Händen trägt. So. Ja. So. So. Der sagt, das musst du machen. Das musst du machen. So. Ja. So, ein erwachsener Mann hat einfach seine Schuhe in der Hand. Ja. Ja. Würde ich auch nicht machen. Ja, klar. Das ist ja totaler Aber ich gehe ja noch einen Schritt weiter. Wenn ich jetzt nur noch einen Oscar bekomme für einen Film, wo eine Minderheit drin ist, wie lange dauert denn das, dass ich das Wort Minderheit verbiete? Weil letztendlich fühlt sich ja dann die Minderheit auch wie eine Minderheit. Genau. Weil wenn ich permanent erzähle, dass, ich sage jetzt mal, Homosexualität eine Minderheit und es ist eine Minderheit und wir haben die Minderheit, das ist auch nicht geil. Ist auch nicht geil und du... Das Wort ist ja auch negativ behaftet. Minderheit, das klingt ja schon scheiße. Ja, Minderheit. So, es gibt weniger davon, ja, aber ja. Dann, aber ich sage... Aber es gibt nicht, aber in manchen Fällen ist das ja auch nicht wahr. Es gibt ja auch mehr Inder als Weiße. Ja, in Indien definitiv. Ja, oder Südasiaten. Nehmen wir mal Indien, Pakistan, Bangladesch. Gibt es mehr als Weiße? Ja. Was sind die meisten, was meinst du, auf der Welt? Asiaten. Asiaten? Ja, aber die unterscheiden sich ja auch. Ein Ostasiat ist ja was anderes als ein Südasiat. Ja, es gibt einer 16 zu 9, der andere 15 zu 9. Also, ja, das ergibt Sinn. So, also, was unterscheidet sich jetzt da großartig? Ja. So. Ja, aber... So. So, das ist ja. Und ich brauche wieder den Button. Hier. Ach so, aber ich habe gesagt. Ja. Scheiße, du hast gar keinen Button. Nee, bei mir ist Warum hat der keinen Button? Ja, weil ich eigentlich sowas nie sage, aber ich bin jetzt so irgendwie. Ach, du wurdest quasi verführt. Du wurdest verführt. Ja. Du wurdest motiviert, wäre. Ich wurde positiv. Emotional erpresst. Du wurdest emotional erpresst. Ja. Aufgrund der toxischen Maskulinität. Ja, Mario. Ja, jetzt habe ich es gerafft, Alter. Guck mal, zum Beispiel, als wir jünger waren. Ne? Also Jünger, vom ihr. Alter her oder ja. Du mit Jesus zusammen? Alter, boah, komplett übers Ziel hinaus. Ey, das ist so geil. Ey, krass. Ja. Als ich damals jünger war. Ja. Also, so, liebe Stand-Up-Comedians, das ist, wenn man selber schreibt. Ja, so. Da kommt man auf sowas. Zum Beispiel, wenn wir starke Frauencharaktere hatten im Film, dann wurde uns das nicht so auf die Nase gebunden und das ist uns gar nicht aufgefallen, deswegen haben wir das gefeiert. So wie Ripley bei Aliens oder Sarah Connor bei Terminator oder so. Wir haben das einfach angenommen, weil es wurde nicht so, ja hier, das ist eine Frau. Und weil zum Beispiel in voll vielen Filmen, wo jetzt eine starke Frau, ein starker, allein dieser Ausdruck starker Frauencharakter, als ob man das so dazu sagen muss, weil Frauen, das impliziert ja schon, dass Frauen eigentlich schwach sind. Ja. Das ist dann immer so auf die Nase gebunden und dann alle Männer in den Filmen sind dumm. Guck doch in wie vielen Filmen so, wo die Frau der Held ist. So da, ich habe jetzt auch, einige Filme sind leider, habe ich mitbekommen, wo jeder Mann ist ein Trottel, unfähig. Alle Frauen im Film sind krass, sind Soldaten, sind Erfinder, sind intelligent. Und der Mann ist nur so ein Backpfeifengesicht. Das ist Science Fiction. Ja, das ist halt Science Fiction. Deswegen guck mal, schreib den Film um, der Paartherapeut. Erstmal musst du den Titel gendern. Der Paartherapeut, Doppelpunkt. Dämse, auch falsch geschrieben, ist auch Dämsem Paartherapeutem. Genau Dämsem. So. Genau. Dämsem. Genau. Dann machst du noch so ein paar Flaggen daneben. So, und alles in Regenbogen geschrieben. Genau, alles in Regenbogen geschrieben. So, dann der Paartherapeut ist, der hat kein Geschlecht. Weil, wie wir wissen, Geschlechter gibt es nicht. Das ist ein soziales Konstrukt. Das heißt, du setzt einfach.
Will Smiths Sohn Leute, dahin. Die das wirklich glauben. Will Smith sein Sohn. Setzt du dahin. So, weil so. Der ist ja nix. Der ist wie so eine Puppe. So, und so. Er behandelt Leute, die zum Beispiel, wenn einer anruft, das ist ja eine Story von Film, glaub mir, das wird funktionieren. Okay. Wenn einer wollen anruft, wir beide gemeinsam den Film machen? Ja, wir schreiben den gemeinsam. Wir machen den gemeinsam, werden reich. Ja, pass auf, jetzt da kriegen wir einen Oscar. Genau. Müssen wir aber noch irgendeinen. Nee, ich hab schon alles. Guck mal, die Inklusion ist schon da. Zum Beispiel, wenn einer anruft bei dem Paartherapeut, weil unser Paartherapeut ist kein menschenverachtendes Arschloch. So. Bedeutet, wenn jemand anruft und sagt, hallo, ich habe Probleme mit meiner Frau, dann sagt der Paartherapeut, Frau. Solche menschenverachtende Begriffe nutzen wir hier nicht, sondern PersonInnen. So, das heißt, er behandelt nur Menschen, die nicht, auch wissen, dass sie nichts sind. Wir bekommen den Film durch, wir bekommen eine Filmförderung, den guckt halt einfach keiner. Ja, genau. Ja. Ist scheißegal. Ist scheißegal. Es ist scheißegal. Es ist scheißegal. Es guckt keiner. Wir haben ein Statement gesetzt. Das ist der beschissenste Film auf der Welt mit 9 Zuschauern. Ja. Weil das war einfach die Jury, die gesagt hat, okay, wir zahlen. 100%. Ja. Aber ist egal. Das ist geil. Ja, das finde ich auch gut. Das kommt oder, an. Oder wir machen einen Film, pass auf, noch geiler, wenn wir die Nachhaltigkeit mit reinnehmen wollen. Machen wir einen Film, den wir nicht machen. Wir tun aber so, als wenn wir den gemacht haben. Ja. Haben den aber nicht gemacht. Das heißt, wir haben keine Autofahrten, wir haben keine Transporte, wir haben kein Material verschwendet, keine Speicher. Aber wir tun so, wir sagen so, dass es den Film gibt. Wir heimsen die Lorbeeren ein. Und wir feiern das auch. Und dann gucken viele Leute den Film, den es nicht gibt, die sagen dann, ich hätte den geguckt, wenn es den gegeben damit hätte. Damit sie mitreden können. Damit sie mitreden können. Und das ist klimatisch nachhaltig, transsexuell neutral und wir kriegen dafür einen Oscar. Ey, du bist weil ein jeder sich seinen Film, der ist für alle. Ja, und wenn du den Preis kriegst, das ist zu krass. Oscar als bester ausländischer Film, dann gehst du auf die Bühne und sagst, den Film, den niemand gesehen hat, das ist die Kunst, denn der Film findet in eurem Kopf statt. So. Wir leben in einem Film. Das andere ist verachtend, wenn man sowas dreht, dann hat man Personal. Ja, Menschen, man, die da atmen. Gibt es Hierarchie, von oben wird herunten gesagt, was ein anderer zu tun hat. Das haben wir alles weggelassen. Es wird nach unten getreten. Ja. Ekelhaft. Immer so ein es ist ekelhaft. Zum Beispiel bei mir haben die das auch oft gesagt, ja, der tritt nur nach unten. Wie kann ich nach unten treten? Ich bin 1,30 Meter. Das und nach oben treten ist echt schwer, da musst du lange für trainieren. Jean-Claude Van Damme sein. Der kann das. Ja. Aber mach ich schon mal eine Frage. Ja. Guckt sich ein Mario, wenn er mal Zeit hat, so andere Stand-Up-Comedians an? Ey, ganz ehrlich, ganz selten. Nee, ne? Ja, es gibt leider Gottes wenig Gute. Das ist einfach, also darüber redet ja auch keiner. Ich werde nie Namen nennen, aber wenn wir ganz ehrlich sind, gibt es, wenn du überlegst, wir haben 100.000 da draußen rum, ist ja irre, wie viel. Freue ich mich wirklich. Aber es gibt wenige, die wirklich arbeiten. Weißt du, das meine ich jetzt ganz ernst. Du arbeitest ja. Du bist ja richtig am Arbeiten. Du gehst da ackern. Da gibt es einige, die... Ich arbeite sogar für einen anderen. So. So. Ja. Na, aber bei dir merkt man, du willst, du hast Bock. Es gibt ganz viele, gab es damals auch, die erzählen immer nur, dass sie wollen. Ja. Aber die haben eigentlich keine Zeit, die haben 1000 Ausreden, warum sie nicht nach Hamburg fahren können zu einer Mixshow, weil sie sagen, ja, es geht gar nicht, weil da ist Dienstag, muss ich losfahren, da wollte ich mit meiner Freundin ins Kino. Das geht nicht. Wenn du Karriere machen willst, geht es nicht. Du musst deiner Freundin sagen, du kannst heute nicht ins Kino, ich kann da spielen. Ich habe eine Frage, die... Was hast du gerade gesagt? Ich habe eine Frage. Also, nee, davor. Warum kündigt jeder eigentlich eine Frage an, bevor ich er weiß fragt? Gar nicht. Warum fragt man nicht einfach? Keine Ahnung. Ja, es ist wie in der Schule. Ja, du wirkst so autoritär, deswegen. Du erinnerst mich an meinen Lehrer, Herr Klöb. Herr Klöb? Ja, der ist in die Anstalt gekommen wegen mir. Das glaube ich sogar. Nein, wirklich. Nee, das glaube ich. Alter, wie geil ist das denn? Ich mach das jetzt. Das kann kaum einer von sich behaupten. Du hast deinen Lehrer in die Anstalt gebracht? Ja, also der hat so einen Wein, der ist so zusammengebrochen und hat geweint. Aber warte, bevor mich einer... Mach dein Mic gerade. Warum so? Ach so, ja stimmt. Bevor mich einer verurteilt. Ich war nicht so ein Assi-Kind, also unhöflich oder respektlos und hab den Lehrer... Nicht in diese Richtung, aber ich war halt so ein richtiger... Kennst du die Szene von Dumm und Dümmer? Welche? Wo die im Auto sitzen, die nehmen diesen einen Killer mit und dann nerven die den ganze Zeit. Bäh, oh, und irgendwann rast der aus, der so haltet die Schnauze, der dreht so komplett durch. Aber wir haben echt Parallelen. Ja, so ein nerviges es Kind. Es gab eine Klassenkameradin von mir, die hat auch keiner gemocht. Die hat dann immer gesagt, wir haben noch Hausarbeiten auf. Ja. Jeder fand die scheiße. Ja, ja. Und irgendwann haben wir die so ein bisschen geärgert und dann gab es Ärger vom Lehrer. Und dann habe ich gesagt, ich drehe das um. Ich drehe das einfach um. Ich bringe einmal in der Woche eine Rose mit, Schokolade. Ja, Pralinchen. Stylisch. Und sag, ich bin einfach wahnsinnig verliebt. Und das ging so weit, also 3 Wochen, da waren die Eltern in der Schule, haben gesagt, hör mal auf jetzt damit. Und der Lehrer sagt, Mario, ich weiß nicht, was du vorhast.
du machst es jetzt, ich war ganz nett, also ich hab die auch nicht belästigt, gar nicht, war nur nett. Hallo, kann ich die Tür auf? Die kam damit überhaupt nicht klar, weil die wirklich, das war so, also wenn die ganze Klasse einen doof findet, dann ist das schon so ein Stück weit ein Zeichen dafür, dass man, dass man selber ein bisschen was an sich ändern sollte. Ja, wenn man so drei muss ja irgendwann der Statistik glauben. Ja, ja, da ist das, ich weiß, es ist heutzutage ganz, ganz schwierig mit Statistik und Fakten und so, aber wenn so, weißt du, du kannst ja nicht falsch auf der Autobahn fahren und sagen, ein Geisterfahrer, Hunderte, da müssen die anderen sich umdrehen. Das ist also, nimm einfach die andere Bahn. Stark. Und so habe ich das gedreht. Also daher erkenne das. Und dann hast du den wahnsinnig gemacht mit genau, Geräusch. Ist ja wie ein Stalker, ja. Wie ein Stalker, der gestalkt wird. Genau. Ja. So hast du es gemacht. Stalking. Ja, nett ja. Machen. Ich wurde, ich weiß nicht, wie deutlich mein, aber das, was ich auf der Bühne erzählt habe, ja. ich habe Beischlaf mit deiner Mutter. Ach so, ja, ja, genau. Die Nummer, die ist ja wahr. Ehrlich? Dies war. Ja, okay. Das ist krass. Ich war auf der Autobahn. Und das ist ja das Einzige, wie du mit solchen Leuten umgehen kannst, ist ja das so umdrehen. Wenn dir auch einer bei Instagram oder TikTok schreibt und sagt, du bist total scheiße, du bist total unlustig. Ja. Dann bedanke ich mich mal total mit so einer Floskel. Boah, Wahnsinn, danke, ey, deine Kritik ist total wichtig, weil wir arbeiten daran und so. Das könntest du auch machen. Es ist total. Und diese Typen, die sind völlig überfordert, weil naja, ich fand dich aber scheiße. Hast du wohl, galt wohl nicht mir der Text. Doch, natürlich. Aber ich finde auch gerade diese negative Art und so, die gibt einen Impuls. Und der löscht dich. Der löscht warum, dich. Warum machst du das nicht? Und kommt nie wieder zu dir. Weißt du, was er macht? Die so, ich find's nicht cool, dass du sagst Veganer und so, dann schickt er denen ein Video, wie ein Schaf gerade so abgeschlachtet wird. Also, das ist so ein bisschen. Echt jetzt? Alter, wie geil. So assi war ich noch nicht. Aber den Move nehme ich. Der ist geil. Ja, du Drecksau, isst Fleisch. Dann direkt hier von so einer, wo man Wurst macht. Einmal den Schwein durchgefrisselt. Ja, weil das Geile ist, weil ich weiß, dass sie zu Hause sitzen und sich so aufregen. Das ist das Geile. Geil, ja. Denkst du, also ich bin ja, du bist ja so groß, ne? Also warum? Nicht, ich bin 1,83. Ja, das wollte ich nicht, genau, ich wollte den Gig auch gerade machen. Okay. Aber du bist ja, nein, nicht schlimm. Hast du noch einen zweiten? Nee. Das ist scheiße. Das ist schon alles verfeuert. Nichts mehr da. Nichts mehr da. Dings, du findest ja so nicht mehr in der Comedy-Szene statt bei dem Fußvolk. Okay. Ich sag jetzt, worauf ich hinaus will. Und dann ist es ja so, dass sehr viele Comedians, also ich werde die Wahrheit sagen, ist sehr viele Comedians reden ja immer, also vor allem Leute, die sich auf die Stirn schreiben, Comedy, die Verteidiger von Comedy zu sein und nur die machen richtig Comedy. Gibt's ja gar nicht. Vor allem in Berlin. Ja. Ne? Die sind ja ganz ekelhaft. Ja. So, und da hast du ja so ein Extrem. Also du giltst ja, also wenn man Backstage die Gespräche aufnehmen würde, als das, du bist so das Feindbild. Ja. Du bist so wie, boah, wie kann ich das erklären? So wie jetzt, ich hab keinen Bastens. Du bist so das Feindbild, der Kommerzielle, der Schlechte, dem alles geschenkt wurde, der nur Klischee-Jokes macht, ja. Der keine Skills hat, der hat keine Ahnung von Comedy. Null. Das ist so, soll ich dir sogar was sagen? Ich bin sogar mit einem Comedian aneinander geraten und der hat mich beleidigt, der so, du bist kein guter Comedian, dein Set besteht an einer Aneinanderreihung von Klischees, du bist Mohammed Bart. Also er hat mich rassistisch beleidigt und den Vergleich zu dir wegen gezogen. Wegen Bart, wa? Ja, nee, Bart, wegen dir. Mohammed, das war die Beleidigung. Ja, genau. Und deswegen, Genau. Und dann rassistisch hab ich gesagt, beleidigt. Ja, er hat mich als Deutscher beleidigt. Das ist eine Frechheit. Und dann habe ich gesagt, das, was ich und Mario Barth gemeinsam haben, ist, dass wir beide erfolgreicher sind als du. Erstens. Ne? Boah, stark. Ja, hast du gut gemacht. Und meine Frage an dich jetzt, bekommst du das mit? Erstens und zweitens, denkst du, es liegt da, weil das weiß ich, denkst du, es liegt daran einfach an der Neidkultur? Total. Also ich am Anfang habe ich es mitbekommen oder jetzt bis vor ein paar Jahren, weil noch frühere Wegbegleiter ja immer noch in diesen Clubs abhängen, was ja völlig in Ordnung ist. Da sollte man allerdings nur eine Zeit lang abhängen. Also das ist, wenn man so permanent in so einem Wohnzimmertheater in Köln abhängt und dass man sagt, ey geil, mein 15. Bühnenjubiläum feiert, dann weißt du einfach, dass du es nicht geschafft hast. Genau. So, aber dann zu sagen, Mario Barth ist wack. So, na, vor allen Dingen, du musst ja für dich selber entscheiden, was du willst. Also es gibt ja Leute, die sagen, ich finde dieses Clubleben total geil. Mir reichen einfach 800 Euro im Monat, weil ich habe einfach Projekte und trink so einen geilen Cappuccino mit Hafermilch.
und finde das eigentlich so ganz geil und finde einfach die kommerziellen Arschlöcher kacke. So Menschen gibt's ja. Das ist völlig in Ordnung. Was ich dann persönlich immer komisch finde, ist, wenn die einen dann so kritisieren. Jeff Bezos kommt in meinem Leben nicht vor. Der hat viel mehr Geld als ich. Yeah. Aber ich würde jetzt nie dem eine E-Mail schreiben und sagen, Alter, der hat überhaupt gar keine Ahnung, wie man verkauft und so, der ist total bescheuert, weil Jeff Bezos letztendlich ist einer der reichsten Leute. Yeah. Darum, ich habe das am Anfang oft mitbekommen und ich glaube, es liegt natürlich, ich wurde beim Deutschen Comedypreis mal vollgenödelt von einem, der heute noch in so einem Club abhängt. Der sagt, ich hätte nie Stadion gespielt, Mario. Das war der Untergang. Das Spielstadion ist der Untergang. Das ist wirklich, damit hast du alles verkauft, Mario. Das Stadion hätte ich nie gemacht. Dann sage ich, nein, die Frage, ob du Stadion nie gemacht hast, das stellt sich nicht, weil es kommt keiner. Also wenn du Stadion morgen buchst, das ist ja nicht, die Aufgabe ist ja nicht, ein Stadion zu buchen und kein anderer darf ein Stadion buchen, nur der Bart, sondern es gibt ja Leute, da bin ich fest von überzeugt, Felix Lobrecht und so, der wird irgendwann mal ein Stadion spielen können. Ich glaube, dass der Menschen bewegt. Oder so ein Teddy oder so, ja. Die bewegen einfach Massen und dann kommen Leute ins Stadion. Der kann so ein Stadion buchen. Die werden sich dann, nachdem sie ganz lange kritisiert haben und das doof fanden, was ich mache, werden die sich ganz schön umgucken, weil im Stadion kannst du kein Geld verdienen als Comedian. Das schaffst du einfach gar nicht. Und außer du nimmst 200 Euro für ein Ticket, was ich aber nie gemacht habe. Und dann ist es natürlich einfach zu sagen, ich hätte nie Stadion gespielt. Das wäre selber, als wenn ich jetzt zu, weiß ich nicht, Van Stappen gehe und sage, Formel 1, Alter, du machst das total scheiße. Ich würde sowieso nicht Weltmeister werden wollen. Ich glaube, wenn ich mich in so eine Karre setze, kriege ich das Ding noch nicht mal an. Ja, aber guck mal, was eine Relation ist das denn? Also guck mal, wenn wir jetzt mal wirklich Fakten auf den Tisch legen, was ja heutzutage völlig, nicht mehr ist. Wenn wir ehrlich sind, ist das doch völlig albern. Warum kommt ihr mit Fakten? Das sind Sachen, die... Ich spiele in einem Club mit 80 Leuten. Ja. Und das ist ja völlig in Ordnung. Für den Anfang ist das doch völlig in Ordnung. Genau. Aber das Ziel war bei mir immer, dass ich irgendwann mal die größten Hallen spiele. Das ist ein Weg. So muss man sich doch für sich selber entscheiden. Habe ich Bock auf den Weg oder finde ich das geil, so da so abzuhängen? Aber ich schäme mich doch nicht dafür zu sagen, geil, ich mache mir überhaupt keine Sorgen wegen Altersarmut. Mache ich nicht. Meine Freundin und ich, wir sind alle abgesichert, ist alles wunderbar. Ich lebe wunderbar. Ich sitze ja dann auch keiner, der da sagt, ich wohne auch in so einer Zwei-Zimmer-Wohnung und so, habe so ein bisschen Ärger mit der Prostituierten über mir. Habe ich ja nicht. Weißt du, das hatte ich früher. Ich habe früher in einer Einzimmerbude gewohnt. Das war wirklich meine erste Wohnung, wo ich Comedy angefangen habe. Einzimmerbude, über mir eine Nutte, die nachts hyperaktiv war, Alter, und du permanent das Bett gehört hast, dass ich mit Filz nach oben gegangen bin, hab gesagt, tust du mir einen Gefallen, klebst du das unter das Bett, ich werd wahnsinnig, ich muss pennen. Vor meiner Haustür eine Straßenbahnhaltestelle, links war eine Kirche, rechts war eine Feuerwache. Und ich habe 3 Wochen drin gewohnt, ist ein Besoffener gegen die Laterne geballert, volle Möhre, und hat die Laterne so verbogen, dass die Straßenlaterne in mein Schlafzimmer, was gleichzeitig mein Wohnzimmer, Büro und auch Küche war, reingeschienen hat. Das war meine erste Bude. Aber wenn du das 24 Jahre machst, auf diesem Level, dann dem Publikum zu erklären, ja, ich wohne ja auch im vierten Stock in einer Dreizimmerwohnung, das würden die mir einfach nicht glauben und wäre auch gelogen. Ja, aber das ist ja auch Quatsch. 24 Jahre, über 9 Millionen Tickets, Stadien, Rekordhalter, Mercedes-Benz Arena, habe ich ja erfahren. Habe ich bislang 80.000 Euro verdient. Zack, meine. So, wenn man das jetzt... Ja, man muss natürlich... Wenn man jetzt geil, das, wie die Tourmanagement da hinten sitzt und sich kaputt lachen gerade. Ja. Und wenn man das jetzt alles zusammennimmt, ne? Ich verstehe gar nicht. Und ich habe auch noch eine Tasse verkauft. Ja, noch eine Tasse, Merch. Tasse, genau, eine Fußmatte. Einmal Schlappen, eine Kappe. Zwei Kappen. Zwei. Wie kann jemand so zum Beispiel zu ihm kommen und das dann haten? Du kannst ja, das geht ja gar nicht. Da kann man aber natürlich auch sagen, den Aspekt verstehe ich schon, dass man sagt, ja, aber Erfolg ist nicht gleich Können. Das stimmt. Doch, ist es. Ja? Glaube ich auch. Erfolg ist Können. Also es nur gibt weil du es nicht siehst, dass du jetzt zum Beispiel, ich bin jetzt kein Stand-Up-Comedian und wenn ich jetzt erfolgreich wäre und Stadion spiele, kannst du sagen, ja, aber der ist ja kein Stand-Up-Comedian. Aber ich habe Erfolg, dass ich das geschafft habe. Also irgendwas kannst du ja. Ja. Sonst würdest du da ja nicht stehen. Ja, genau, aber nach der Logik, die ich ja feier, ja, müsstest du sagen, was viele ja nicht machen, was mich stört, dass Arnold Schwarzenegger ein besserer Schauspieler ist als Robert De Niro. Weil er größer ist, bekannter, seine Filme sind erfolgreicher. Er hat mehr Leute in die Kinos bewegt. Das so, meine ich. Ja. Ich finde Arnold Schwarzenegger besser als Robert De Niro. Nicht jetzt unbedingt als Charakterdarsteller, aber ich finde seine Filme einfach unterhaltsamer.
Das Wichtige. Aber da sagst du es ja, es gibt ja Charakterdarsteller. Also, ja. Was mache ich? Mache ich Comedy? Mache ich, mach ich so Lyrics? Mache ich so Kabarett? Ja. Mache ich so ein Deep-Ding? Es wurde ja auch immer gefragt, wo ist denn, aber Mario, deine Tiefgründigkeit. Ja, ja. Und ich glaube einfach, dass die Masse, die wollen einfach irgendwo weggehen. Die wollen, und sich flüchten. Unterhalten lassen. Also ich, und die aber, wollen lachen, ja, also, eineinhalb Stunden ja. Also wegkommen. Also ich bei Comedy sag ich nur, es ist halt schwierig, wenn jemand 20.000 Leute und die lachen. Und dann sagst du, ey, du bist nicht lustig. Die lachen doch. Ja, es geht ja nicht. Du musst sagen, ich finde dich nicht lustig. Ja, genau. Lustig. So, und jetzt kommt natürlich der Punkt. Bei dir ist aber der Unterschied ist, meiner Meinung nach, da sind nämlich die Skills. Weil auch ich... Sag mal Skills. Ich habe Realschule. Was ist Skills? Fähigkeiten. Fähigkeiten. Okay. So. Weil ich hatte dich ja auch nicht auf dem Schirm, weil wir Menschen... Ja, du kanntest mich nicht. Doch, ich kannte dich natürlich. Ach so. Aber der Mensch ist oberflächlich. Das heißt, ich habe dich direkt in so eine Schublade gepackt. Ja, der ist sowas wie die Wildecker Herzbuben. So. So, wirklich. Alter, wie geil ist das denn? Ja. Wenn ich das nächste Mal gefahren habe, beschreiben Sie ja einfach. Ich bin die Wildecker Herzbuben der Stand-Up-Comedy. Ja, genau. Verstehen Sie das? Deswegen habe ich gesagt, das wird mich nicht ansprechen. Und dann, das ist jetzt wirklich... Das ist die Wahrheit, wie ich dann das zu schätzen gewusst habe, ist von allen Comedians, die Backstage, genau wie du sagst, in diesen versifften Mixshow-Clubs, wo wirklich der Boden klebrig ist, dann ist da so eine Bananenschale und da sind sieben Leute... Riecht auch so ein bisschen leicht nach Kotze. Genau, da sind so sieben Leute, wo alle reden schlecht über dich. Gab es einen Comedian, der nie schlecht über dich geredet hat und das war Costa. Und Costa hat immer zu mir gesagt, ach, die labern alle Scheiße, die sind neidisch. Mario ist ein übertriebener Comedian. Und dann habe ich gesagt, echt? Und dann hat er gesagt, ja, schau ihn dir mal an. Dann weiß ich noch, das ist Jahre her, da bin ich zu ihm gekommen, habe gesagt, ey, Costa hat mir gesagt, Mario Barth soll ein geiler Comedian sein. Und dann meint er, Bruder, der ist ein geiler Comedian, vertrau mir. Und dann hat er so ein Ding angemacht und dann hast du, da war diese Bit, da hast du erzählt, wo du mit deiner Nichte, glaube ich, in Amerika warst. Ja. Und dann habe ich, guck mal, weil du musst überlegen, ich war voreingenommen, das heißt, es ist noch schwieriger. Ich saß da und habe dann gelacht. Dann habe ich gesagt, ja, okay, der ist echt gut. Danke. Der ist wirklich gut. Ja, und ich habe schon, ich habe mir alle, also fast alle Programme von dir angeguckt. Ich bin ein Fan von Tag 1. Danke. Und ich finde dich übertrieben lustig. Ich war ja, ich jetzt auch. Und persönlich ist ja immer noch was anderes. Und Freitag war ich ja auf deiner Show hier in Frankfurt und ich habe Tränen gelacht. Und Niklas hat es gesehen, ich habe teilweise geweint. Und seine Meinung jetzt wirklich, deswegen verstehe ich, ist mir wirklich wichtig, weil wir ticken gleich. Bei wie vielen Comedians, wenn er sagt, Bruder, wieso lädt RTL denn? Guck mal, wie unlustig der ist. Ich bin immer seiner Meinung. Na, und deswegen glaube ich, was ich so irre finde, ist... Zum Beispiel wie diese Hazard oder wie die heißt. Wie sie, kenne ich nicht. Wie viele Leute sich Zeit verschwenden, um andere Menschen schlecht zu machen. Genau. Wenn sie die Zeit nutzen würden und in ihre Comedy stecken würden, dann hätten sie auch Erfolg. Also letztendlich ist ja Erfolg, kannst du ja nicht aufhalten, wenn du gut bist, wenn du einen Zeitgeist triffst. Ja. Und du solltest ja immer fragen, was machst du da? Also bin ich da, weil die Bühne, da muss einer draufstehen, sonst kippt die um. Oder bin ich da, um Menschen zu unterhalten? Genau. Und ich finde ganz schlimm, wenn du Stand-Up-Comedian bist, und das sagt ja der Name schon, ja, und du stehst auf einer Bühne und dann hast du eine Lachdichte in einer Stunde von 10 Gags. Dann bist du Kacke. Punkt. Dann bist du einfach Kacke. Da ist mir das doch völlig egal, ob du sagst, ja, was war so wahnsinnig. Du bist doch Kacke. Ja. Deine Aufgabe ist es doch, Menschen zum Lachen zu bringen. Und meine Aufgabe als Arzt ist es, zu diagnostizieren, was hast du denn? Genau. Und wie kriege ich das weg? Du gehst zum Kfz-Mechaniker und dein Getriebe ist in Arsch und danach kriegst du das Auto wieder, picobello geputzt, anders lackiert, weil er es einfach viel, viel schöner findet in Pink. Dein Getriebe ist weiterhin kaputt. Ist es ein scheiß Kfz-Mechaniker? Genau. Und auch dieses Argument im, ja, das ist eine Aneinanderreihung von Klischees. Na, und wenn es lustig ist. Ja, dann mach es doch so. Ja, wenn es lustig ist, genau, dann ist es so. Dann mach es so. Und jetzt haben die Leute entscheiden sich ja freiwillig eine Karte zu kaufen. Ist ja nicht so, dass ich mein Team losschicke und sage: Hallo. Oder die italienische Mafia aus Las Vegas. Ja, genau. Ja, die du kennst. Also, die du kennst. Natürlich kenne ich die. Die sagen, haben Sie schon Karten von Mario Barth? Nein, Sie haben jetzt die Möglichkeit. Weißt du, du siehst links eine Knarre und sagst, ja, aber ich wollte eigentlich gar nicht. Nein, nein, wann wollen Sie denn? Wollen Sie nach Frankfurt? Wo wollen Sie denn hin? Ich weiß nicht, ich habe kein Auto. Wir haben ein Auto, glauben Sie mir. Kümmern Sie sich um mein Auto. Okay. Kriegst du diese Neidkultur auch von den Comedians mit, die natürlich jetzt in größeren Sälen spielen, also die jetzt auch schon oben sind, kriegst du da auch manchmal mit, dass die... Kristall oder was? Egal wer.
mir ist es, muss ich einfach sagen, mir ist das ja scheißegal. Guck mal, bei mir ist das erste Mal, wo ich angefangen habe, dass mir alles scheißegal ist, war 2008, Berliner Olympiastadion, 70.000 Menschen freiwillig gekommen, 2 Stunden geiles Programm, danach ein Feuerwerk, was es noch nicht mal bei der Pyronale in Berlin gibt. Wir haben ja richtig Gas gegeben, gibt es ja. Videomaterial. Ich liege in der Mitte, in der Center Stage, zwischen 70.000 Menschen. Meine Mutter ist mit im Publikum und sieht ihren Sohn da unten liegen und ich gucke das Feuerwerk an. In dieser Sekunde, ich werde immer wieder gefragt, was hast du da gedacht, weil das wurde von der Kamera so eingefangen, habe ich nie so gesagt, aber in dieser Sekunde habe ich gedacht, jetzt können mich alle, aber auch wirklich alle, so dermaßen am Arsch lecken, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Weil das Ding, das musst du erstmal machen. Und jeder, der das heute macht, der macht das zum zweiten Mal, aber nie wieder zum ersten. Stark, und ich glaube, das ist ein sehr gutes... Aber du hast deine Menschlichkeit verloren, weil du jetzt am nächsten Tag in so einen versifften Mixclub in Berlin gehen sollst. Absolut. Und in so einer offenen... Bisschen nach Kotze und Pisse riechende. So, geile ich Scheiße. Finde, das ist ein sehr gutes Schlusswort. Das muss ich machen. Wir müssen jetzt in so einen Club. Ja, wir müssen jetzt in so einen Club. Ja? Ja. Und Mario? Ja. Wie sieht's aus mit Tour? Ich kann da eine Tour machen, wenn du willst. Hast du noch ein paar Städte? Sind ja noch offen, noch viele. Ja, okay. Ja, sind viele offen. Läuft geil. Das ist ja Geilste ist ja, wenn du dann im Internet sagst, ey, da gibt's noch Karten und so, kommen ja dann auch so Leute, läuft nicht, wa? Läuft nicht, wa? Nein, warum? Läuft nicht, wa? Wir haben jetzt 400.000 Karten für diese Tour verkauft. Was? Läuft nicht, wa? Bist du weit weg von läuft nicht, wa? 400.000, nicht einmal hast du mich eingeladen. Was für ein Du kommst Team. Ja gar nicht. Doch, ich wäre gekommen. Du kommst überhaupt nicht. Bist du ja immer nur irgendwie bei Abed, bei Massoud, bei Mohammed und bei sowas. Bei deinen Vorspeisen. Guck mal. Du bist bei deinen Vorspeisen und er war da. Ja. Ich bin gekommen. Okay, er ist gekommen. Warum lässt du... Lass dich einfliegen. Lass mal einmal... Nee, damit die anderen sich weiter das Maul zerreißen. Kannst du dann irgendwann Wechsel sagen? Nee, Mario hat einen Hubschrauber geschickt. Der wollte, dass ich in Hamburg dabei bin, hat den Hubschrauber geschickt, hat mich abends auch, hat mich selber nach Hause geflogen und so. Ich will, dass die, dein Opener sollen die Wildecker Herzbuben machen, dann bin ich da. Ja? Ja. Krieg ich ihn. Da komm ich auf jeden Fall. Lade dich ein, lass dich einfliegen, richtig, voll mit Privatjet. Und das filmst du, mit noch mehr Hass entsteht. Ja, das feier ich. Die anderen, die hassen dich ja, alle. Ja, das feier ich. Und dann, egal. Und dann, wenn die Leute sagen, boah, Nisa, du bist so ein schlechter Comedian. Ja, du bist so schlecht, Klischees, ey. Und trittst du nach unten, sag ich, ja, ich bin Mohammed Bart. Mohammed Bart, genau. Ja, das wäre geil. Aber was ist denn, wenn du in der Waldbühne als Vorgruppe und ich moderiere dich an als Mohammed Bart? Ja. Ja, das wäre stark. Hast du Bock, Waldbühne? Sind 24.000 Menschen. Das ist eigentlich zu klein für mich. Ist zu klein für dich, ich weiß. Aber ich werde ja super dankbar, wenn du vorher spielen willst, weil ich nicht lustig bin. Ja, genau. Das Gute ist, wenn ich vor dir spiele, passieren 2 Sachen. Deine Karriere geht entweder, wird noch krasser, es verdreifacht sich, oder vorbei. Du musst ich wirklich erst gar nicht mehr raus. Reders Platz annehmen. Also du kannst richtig nichts mehr machen. Aus der Ecke. Ja. Wo ist eigentlich Mario Barth? Waldbühne 24.000? Ja, 4. Mai. 4. Mai? Ja, da bin ich doch dabei. Ja, kann ich 3 Tage vorher noch ein bisschen Krawall machen in Berlin? Voll. Und dann klebt dich irgendwo an oder so? Scheißegal. Klar. Warum nicht? Machst du laut? Ja, dann entsteht richtig Hass. Die klischeebeladenen, unlustigen, leider erfolgreichen. Und du kriegst dann mir noch in den Arsch. Ja, Nisa, weil du zu diesem kommerziellen Dreck gehst. Ja, Nisa, genau. Wie kannst du vor? Ey, echt, wie kannst du Opener für Mario Barth machen? Du bist Opener. Ja, für 2. Wie der hat kannst dich richtig. Opener, der hat dich echt, wie so ein Haustier behandelt. Sklave. Ja. Was quasi sein. Ja. Du hast den Teppich ausgerollt für ihn. Ist der feine Herr, der rüberlaufen kann. Für so tausende Menschen, anstatt dass du in unseren versifften Berliner Club kommst. Ja, waren 83 Leute waren da. Ja, und echtes Stand-up. Echtes Stand-up. So, Nisa, was bedeutet Stand-up? Erfolglos sein, schiefe Zähne, keine Frau, erfolglos. Also, ich komme auf jeden Fall, weil ich mache alles für Fame und Geld. So, ich habe keine Ehre. Ich habe keine Ehre, moralischen Kompass habe ich auch nicht. Ich bin charakterlos, ja. Ich bin Rückgrat, je nachdem bin ich Europäer oder Iraner. Mir ist auch egal. Ich bin auch vegan morgen. Ja, morgen vegan. Also ich bin auf jeden Fall dabei, auch wenn ich nicht persönlich eingeladen wurde, aber ich glaube, du bist eingeladen. Danke. Du kriegst ja richtig Einladung. Ja. Die Einladung wird von einem Topmodel übergeben. Denkst du, erlebt mich ein, ohne dass du kommst? Wir müssen so übertreiben. Ja, genau. Man muss einfach so einen Top oder weiß ich nicht. Aber die muss dieses Kissen mitbringen, wie damals. Von Victoria's Secret. Mit so einem Engelkleid muss die klingeln. Genau. Hallo.
Und sie muss sagen, Cheyenne, du bist der schönste Mensch der Welt. Ja, genau. Es wäre mir eine Ehre, wenn du zu Mario Barth kommst vor diesen tausenden Leuten. Ja, ja, ich komme auch. So, oder weißt du, was ich, nee, weißt du, was ich noch mache? Ich mache Opener für dich vor diesen tausenden. Dann gehe ich in so einen Berliner versifften Club und während ich da sitze und meine Hose so kleben bleibt am Sofa, sage ich, boah, ich bin so froh, dass ich hier war. Hier bin gestern bei Mario Barth vor tausend Leuten. Es hat gar keinen Bock gemacht. Und ich komme nur, wenn ich ein T-Shirt kriege, wo steht, von Mario persönlich eingeladen. Dann laufe ich damit rum. Ja. VIP-Gast. Damit noch, ja, ja, genau. Damit noch mehr Hass entsteht. So noch mehr Hass. Also, meine Damen und Herren, also Mario Barth. Einer der besten für mich Comedians. Danke. Es gibt nur zwei für mich. Ja, ja, klar. Der Rest, die andere ist jetzt schwanger, hier, Fruchtblase geplatzt oder so. auf jeden Fall, so, da kannst du ja nichts anfangen damit, ne? Boah, und dann hier. Oh mein Gott! Siehst du, das sag ich nicht! Drückst du drückst. Funktioniert nicht mehr! Das alles explodiert! Es geht nichts mehr! Hiermit distanziere ich mich okay. Von jeglichen Aussagen. Also, das ist richtig Comedy hier. Du bist ein geiler Typ. Also, fast 25 Jahre auf so einem Level, ne? Das Respekt. Vielen Dank. Da muss man einen Applaus geben, ne? Danke an Mario Barth, bitte folgt auch ihm. Auch persönlich, so am Freitag, ich habe mich in dich verliebt, ne? Das ist ja heutzutage erlaubt. Nee, ist erlaubt. Ich gehe auch heute Abend gehe ich nach Hause zu meiner Freundin und sage, die Konkurrenz schläft nicht. Ja, also ich mach dich mal hübsch. Ne? Ich habe da noch einen Mitbewerber. Ich sag, wie das ist. Also ich bin noch, so. Bin uneinig. Ich freue mich. Danke für die Einladung. Ey, danke, dass und du ist wirklich, hast. Dieser Podcast, es kann wirklich, es kann sein, dass ich noch mehr Follower habe oder dass es einfach, dass ich einfach gelöscht werde. Es kann sein, es geht ja. Entweder in die eine oder in die andere. Aber ist egal, du bist sowieso reich. Aber, ja. Genau. Habe ich ja bei den Fußballern gesehen. Hat einer mal geschrieben, sagt er, du bist gar nicht mehr, es gibt gar keinen Hype mehr. Und dann hat einer von meinen Fans gesagt, der Hype geht, der Ferrari bleibt. Genau. So stimmt. Das so. Stimmt. Bei uns geht Hype und Ferrari. Nein, ihr kriegt alles. Ja. Auch wenn ihr in die Waldbühne kommt, bekommt jeder von euch einen Ferrari. Ja, der übertreibt für die Fahrt. Ja. Für die Fahrt. Ja, draußen wir geklebt. Wir haben alles auf Film. Steht dann einfach dein Name auch alles, drauf. Alles und, so. Und unten ganz klein, VIP-Gast, Freund VIP-Gast. Und damit fährst du dann in so einen Comedy-Club. Ey, genau. Weißt du, was geil ist? Stell dir vor, wie übertreibt. Stellst du einfach Kackenfrecke auf den Bürgersteig, ob er abgeschleppt wird, ist scheißegal, weil du hast einfach auch ein anderes Handy, das folieren wir dir in Gold. Da brauchst du nur eine Taste drücken, dann bin ich abgeholt. Alter, so. Freunde, so. Geht auf Tour von Mario Barth. Weil ich muss das alles finanzieren, ja, was ich gerade versprochen habe. Er muss das alles bezahlen, deswegen geht auf Tour. Reda wird das natürlich in die Beschreibung machen. Auch die Social-Media-Sachen werden eingeblendet. Vielen, vielen Dank. Deine Danke. Karriere wird jetzt abgehen. Deine Karriere Danke. Wird jetzt abgehen. Und ich will nur zum Schluss was sagen. Newcomer haben Hype, Legenden bleiben. Danke. In diesem Sinne, vielen lieben Dank, wir lieben euch alle. Peace. Und danke an meinen Partner, Nizar. Danke an meinen Schatz, Cheyenne Garcia. Ich liebe ihn und ich liebe ihn auch. Ich werde ihn jetzt kurz den Arsch massieren. Ey, das freut mich. Und Mario guckt dabei zu. Darf ich dabei sein? Ja, klar. Alles klar, ich hab Halal dabei. Ciao. Geil.